Allwissende oder sitzt der heftigste Islamexperte, aber so einige Sachen kenne ich schon. Bist du noch da, Maja? Ja, ich lese gerade noch ein Tafsir von über dieses Ayah, Uruban Atraban, Majma al-Bayan für Tafsir al-Quran at-Tabrusi. Er sagt hier, und wir haben sie erschaffen, Uruban Atraban heißt, guck mal, das ist heftig. Das heißt, wir haben die Oberweite saftig. Oh mein Gott, saftig. Ich weiß nicht, was ich damit meine. Was wie soll ich da? Saftige Saftig. Melonen, saftige Melonen Ja, musst du sagen. saftige Melonen, genau. Ja, genau. Angebliche saftige Melonen. Ja, das ist in Tafsir al-Qur'an at-Tabrusi, Majma' al-Bayan. Das ist heftig. Ja, die Muslime, also die Welt kauft Wassermelonen zum Essen und die Muslime machen ein Loch da rein, um sich dann da drinnen zu. Ja. Da steht riesige Oberweite, saftige Oberweite. Das ist sowas von Oh, krank. saftige. Saftige Oberweite. Das ist echt ekelhaft. Das ist sowas von krank. Kann sowas Schwellen, von Gott kommen, jemals? schwellende, schwellende Busen im Himmelreich. Gib mal den da hier unten ein Stummschaltpaket. Ski, da hat mich gerade beleidigt. Der will ein Stummfall. Wer möchte bitte einmal die Hand heben, sofort? Ikis, da Who wanna take a irgendwas. Stummschaltpaket? Mit S, ein I grüner wanna S. mute you. I have to Grüne. mute you. Wie heißt der? Mit ein grüner S, da siehst du schon oben. Eine grüne S? Er hat es verdient, er hat es verdient. Er hat mich richtig beleidigt. Wie heißt der denn? Wo ist der? Ist da so ein Name? Der hat so Ah, verschiedene. ja, hier, ich Ja, hab ihn, ja. ich hab ihn. Ganz oben. Du bekommst ein Stummschaltpaket, bitteschön. Und das Das Wort war habe ich sein direkt, Argument. ja, das Wort habe ich direkt als, wie nennt man das? Ja, so als Stummschaltpaket schon markiert. Wer sowas Ah, sagt, der darf sehr gut. nicht kommentieren. Sehr schön. Ja, ich bin nur beleidigen. Ich habe Ich kenne nicht das Verlangen, anders. irgendwie die Sura schwellende Busen zu singen. Oh, schwellende Busen im Himmelreich, ganz groß und saftig. Melonen. Ja, warte, Mariam, du lachst, aber das hat ein Scheich ja wirklich mal gemacht, ein Imam. Der sagt, ja. Ach, ich schäme dich nicht. Allah spricht über Brüste, ja. Wir mögen das. Heftig. Ja, kein Wunder, dass die Männer sich in die Luft sprengen. Kawa Ja. eba atraba. Ich glaube aber, Atraba. Ja, das heißt kein Kawa Wunder, eba dass die Männer, die muslimischen Männer sich in die Luft sprengen, atraba. ne, Ja, für sowas. natürlich, Kein Wunder. natürlich. Kein Wunder. Sie wollen zu ihren wundervollen, ja, sie wollen ihre wundervollen Frauen haben. Kawaii Ja, Also peinlich. und Details auch, wie jemand gesagt hat, Allah spricht mit Details, ja, das ist alles detailliert. Ja, das ist detaillierte Anleitung, das ist klar, wenn der Muslim dann sowas liest, dass er dann direkt angetan ist davon, ne? Der Mohammed hat die Araber der damaligen Zeit sofort mit sowas verführt. Das ist heftig, dass die aber auch darauf eingegangen sind. Das ist so krass. Ja. Ich hoffe, dass der eine oder andere Muslim sich Gedanken über sowas macht. Also das kann niemals von Gott kommen. Gott ist nicht Hugh Hefner, der eine Playboy-Bunny-Menschen da oben hat und wir in alle Ja. Ewigkeiten damit beschäftigt sind, Jungfernhäutchen zu zerfetzen, TikTok-sportlich. Das ist Ja. das Allerletzte vom Letzten, Mann, ehrlich. Wie krank muss man sein, auf sowas zu kommen? Naja, Einfach Allah als Hugh Hefner.
Stellt euch mal vor, der Allah, dass der Mohammed beschreibt ja Allah mit einem Körper, der ist sehr kleinwüchsig, hat ja einen grünen Anzug, wolliges Haar, bartlos, ein junger Mann. Stell dir mal vor, der Allah ist dann da oben, auf einmal kommen wir dann da so an und dann steht er da an den Toren des Himmels mit seinem grünen Anzug und seinen bartlose Gestalt mit lockigen Haaren und so. Und dann hat er so einen Mantel, so einen grünen Mantel wie Hugh Hefner an. Dann sagt er, hereinspaziert in meine Playboy-Mansion. Vielleicht hat er auch so einen Akzent, so einen arabischen, leichten arabischen Akzent. Ja, komm hier, guck mal hier, meine Hurelein. Das Das hast du wäre aber schön das, ne? lustig dargestellt. Kommt alle Einfach so. her, meine wunderbaren Frauen, Männer mit wellener Brüsten. Kommt her, waffeldick. Talon, Talon, yalla Talon, ja, weil meine. Nein, Heftig. Die müssen sich wirklich darüber Gedanken machen. es gibt nur einen Juden und das ist der Jude von, das ist der Löwe von Juda und das ist der Jesus Christus selber. Der Herrliche, der Heilige, der König der Könige. Und sowas gibt es nicht im Himmelreich vom Herrn Jesus Christus. Er sagt, wir werden wunderschön gemacht wie die Engel im Himmel. Und da wird es keinen Heiraten noch Verheiraten geben und keinen Verkehr, sondern wir werden im Einklang leben mit unserem Gott und darüber können wir froh sein. Das ist das, was wir brauchen. Wir wollen mit Gott im Einklang leben und nicht damit beschäftigt sein, 1,6 Kilometer breite Hintern hinterher zu laufen. Heftig, gell? Ja, Also das heißt. das befindet sich in Musnad Ahmad Hadith 10.5.1.1. Der Hintern der Hudis ist 1,6 Kilometer breit. Mein lieber Wundervoll. Jesus, mein lieber Jesus Christus, das ist nicht normal, sowas. Das heißt, das ist der Gender im Islam, das ist quasi auch so wie hier auf der Erde. Das ist ja alles materiell, alles besteht aus Essen und Trinken und ja, Verkehr, SEX. Das hat aber mit der Heiligkeit nichts mehr zu Nichts tun. zu tun. Das ist das, siehst du. Und wenn du da auf die Stelle kommst, wenn der Herr Jesus Christus auch über das Himmelreich spricht, dann merkst du, dass das Himmelreich des Herrn Jesus Christus ein heiliger Ort ist, wo sowas dann auch nicht mehr praktiziert wird, sondern es sowas auch gar nicht mehr gibt, dieses Verlangen, Lust oder sowas, gar nichts. Nein, nein. Das ist, nee, ich kann es kaum erwarten, abwarten. Der Himmel bei Jesus Christus ist Ja, genau. unvorstellbar. Der hat abgesagt. Amen. Niemand, ja, niemand kann sich auch vorstellen, was ich für euch vorbereitet habe oben Ich kann bei mal meinem einige Vater. Sachen, guck mal her, ich kann mal einige Sachen vorlesen, pass mal auf. Da werdet ihr euch wundern, was hier abgeht. Das ist echt, echt unglaublich krank. Das ist ja ein Bordell vom Feinsten, Vom wirklich. Das ist Feinsten, heftig. natürlich. Natürlich. Bordellovic. Ja, Bordello. Bordello. Italienisch. Italienisch Bordello. Ja. Einen Moment. So, dann schauen wir mal, was die Schriften sagen. Das Konzept der 72 Jungfrauen. Abu Umama überlieferte, der Gesandte Gottes sagte, jeder, den Gott ins Paradies aufnimmt, wird mit 72 Frauen verheiratet sein. Zwei von ihnen sind Huris und 70 von seinem Erbe der Höllenbewohner. Alle werden libidinöse Geschlechtsorgane haben und er wird einen immer erregierten Penis haben. Sondern eben Maja, so Buch der Enthaltsamkeit, Hadith 39. Es wurde von Daraj ibn Abi Hatim erwähnt, dass Abu al-Haytham Abdullah ibn Wahab und von Abu Sa'id al-Khudri überliefert hatte. Der
der den Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, sagen hörte: Die geringste Belohnung für das Volk des Himmels ist eine Wohnstätte, in der es 80.000 Diener und 72 Huri gibt, über der eine Kuppel steht, die mit Perlen, Aquamarin und Rubin geschmückt ist, so groß wie die Entfernung von Al-Jabiya nach Sana. Das befindet sich in At-Tirmidhi, Band 4, Kapitel 21, Nummer 2687. Jedes Mal, wenn wir mit einer Huri Verkehr haben, finden wir ihre Jungfräulichkeit wieder hervor. Außerdem wird der Penis des Auserwählten nie weich werden. Die Erektion ist ewig. Das Gefühl, das du jedes Mal fühlst, wenn du Liebe machst, ist absolut köstlich und nicht von dieser Welt. Und wenn du es in dieser Welt erleben würdest, würdest du ohnmächtig werden. Ich kann nicht mehr. Warte, Ich muss würdest du lachen, es ohnmächtig? tut mir leid. Das ist jetzt Lesestunde mit Dr. Sheikh Abu Amir. Ich bitte um Ruhe. Jeder Auserwählte, das heißt Muslim, wird 70 Huris heiraten, zusätzlich zu den Frauen, die er auf Erden geheiratet hat. Und alle werden appetitliche Vulvas haben. Das befindet sich in Al-Itqan fi Ulum al-Quran, Seite 351. Al-Itqan fi Ulum al-Quran ist von Imam Suyuti, ne? Ja. Al-Itqan fi Ulum al-Quran, ja, Ja, genau, auf richtig. der Seite 351. Hier, Anas sagte, Allah sei wohlgefallen mit ihm, Allah sei wohlgefallen mit ihm, wohlgefällig mit ihm. Der Gesandte Allah sprach Segen und Frieden über ihn. Der Diener im Paradies wird mit 70 Frauen verheiratet sein. Jemand sagte, Gesandte Allahs, kann er das ertragen? Er sagte, ihm wird Kraft gegeben werden für 100. Von Zayd ibn Arqam, Allah sei wohlgefällig mit ihm. Als ein ungläubiger Jude oder. Oh, Verstoßverwarnung, guck mal. Das gibt's doch nicht. Ja, Ist immer aber das. ich muss ein bisschen aufpassen. Ich versuche das Ja. mal so ein bisschen zu so umgehen mit den Wörtern. Ja, genau. Der Gesandte Anas, kann er das ertragen? Er sagte, ihm wird Kraft gegeben werden für 100. Von Zayd ibn Arqam, Allah sei wohlgefällig mit ihm. Als ein ungläubiger Jude oder Christ den Propheten fragte, Segen und Frieden auf ihm, willst du behaupten, dass ein Mensch im Paradies essen und trinken wird? Er antwortete, ja, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Und jedem von ihnen wird die Kraft von 100 Männern gegeben werden in seinem Essen, Trinken, Koitus und Vergnügen. Das finden wir in Sifat al-Jannah al-Uqayli in der Du'affa und Musnad von Abu Bakr al-Bazar. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr Lieben, TikTok, also die islamischen Schriften, die ich hier vorlese, sind für TikTok eine Katastrophe. Und ich habe es noch nicht mal richtig vorgelesen, ich habe das sogar noch verstöhnt. Ja, Ist das krank? Nicht mal ist einfach. die islamischen Schriften werden in TikTok akzeptiert. Das ist einfach krank. Das ist heftig. Guck mal, mein Vater hat mir auch was geschickt. Da steht die Beschreibung des Paradies in den Suren 78. Surat An-Naba. Und er hat mir gesagt, es ist Sure 56 auch. Und 76, ja, zeigt das sehr auch deutlich, dass auch An-Naba verheißt den Männern gleichhaltrige Huris mit schwellenden Brüsten und einen Becher Wein. Ah, da Sag ich oben doch, wird es Wein zählt drum. getrunken, ne? Natürlich köstlich für die Trinkenden. Kennst Ja. du noch dieses Lied, dieses Hi-Ho, Hi-Ho? Was war das nochmal, diese sieben Zwerge oder was, wo die so anstoßen mit dieser Weinkrüge? Nur wird Ja, das da genau. sein. Hi-Ho, Ja. und dann werden so, hey, komm, lass uns trinken. Ey, Was wie war die das? Wikinger. Wikinger noch mit diesem großen Ich Becher hoffe Wein. natürlich, dass der ein oder andere Muslim sich darüber Gedanken macht. Das ist doch geisteskrank. Wie kann man die Liebe Man Gottes in Jesus Christus für Walhalla aufgeben? Das ist für mich unbeschreiblich. Niemals. Das Mein kannst du Bruder. keinem erklären. Da steht noch, Amir, da steht auch, Surat Al-Waqi'a verspricht auch Gärten der Wonne.
und groß, Gärten der Wonne, und ja, genau. groß, ja, und großaugige Huris, Ein ja, großartiger Hund, ja. haben sie es zur Verfügung, die Männer, ja, in ihrer Schönheit der wohlverharrten Perlen gleich. All dies zeigt, dass es für gläubige Musliminnen selbst auch im erträumten Paradies, also die Frauen, die auf der Erde sind, ja, kaum Ruhe und Glück geben wird. Sie werden ihre Ehemänner viel mehr in den Armen der Houris vorfinden. Das heißt, diese Frauen, die ihre Männer geheiratet haben auf Erden, die müssen das mit ansehen, dass ihre Männer in den Armen von Houris, ja, die ganze Zeit nonstop Verkehr haben mit diesen Houris. Schau mal, wie das ist krank, wie unfair auch gegenüber diese Frauen, edle Frauen. Ja Das gut, heißt, die werden am Ende noch. da sagen die Muslime, aber da wird die Eifersucht von den Frauen weggenommen, ne, damit sie das ertragen können. Aber allein schon die Vorstellung ist für mich wie Cartoon, ne, das ist krank. Das ist einfach böse, wie jemand geschrieben hat. Böse, einfach bösartig. Das ist heftig. Hallo, Bastürk. Hi. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Euch auch. Gut, mir geht's Hast du das gut, gerade danke. mitbekommen? Was denn? Wir reden gerade über die Himmelsvorstellung von Allah und hast du das gerade mitbekommen, was er da so alles verspricht? Ja, aber ist doch gut. Was ist denn daran gut, so ein Haufen Müll? Er verspricht ja, dass es uns im Paradies, jedem, der im Paradies ist, dass es ihm gut geht, dass wir gar keine Sorgen haben. Das heißt, Indem du damit beschäftigt bist, in alle Ewigkeiten Jungfernhäutchen zu zerfetzen oder was? es wird dort keine Probleme geben. Wir sind jeder, der dort Paradiesbewohner ist, ist wunschlos zufrieden. Ja, Also, aber was ist das für ein Himmelreich, in dem Gott sowas verspricht? Meinst du nicht, dass das eventuell vom Teufel ist, der euch locken will, damit ihr in den Tod für ihn geht? nein, Bruder, auf gar keinen Also du Fall. siehst daran kein Problem, dass Gott sowas macht wie Hugh Hefner? Was denn? Was denn, Hugh Ja, was Hefner? ist denn der Unterschied zwischen Hugh Hefner von Playboy und Allah? Wer ist denn Hugh Hefner? Das ist der Gründer von Playboy mit seiner Playboy-Mansion. Ist ja nichts anderes. Also der macht die Tore auf von seinen Anwesen in Los Angeles und dann sind da diese ganzen Bunnies mit riesen Hintern. Und Ja, Allah und macht also dasselbe dann. wer sagt denn, dass sowas schlimm sein kann? Vielleicht haben Ja, diese Frauen ja auch aber verstehst du nicht, gesundheitliche dass Probleme. Gott heilig ist und das, was Hugh Hefner getan hat, ist unheilig? Also du willst mir doch nicht sagen, dass ein heiliger Gott das Unheilige von einem Hugh Hefner nachmacht. Bruder, weißt du, dass man in der Not viele Sachen machen darf, die Allah auch verboten hat? Und wenn jetzt ein UFner Frauen postet, ja, nackte Bilder zeigt und andere, könnte ja sein, die sind krank, ne? Die haben irgendwelche Körperprobleme und ja, hör mal zu, bitte. Es kann ja sein, ne? Und Ja. Leute, die einen Blick sehen, die können denen helfen. Es ist nur ein kleines Beispiel. Es könnten viele verschiedene Beispiele sein. Ich will auch nicht sagen, dass es gut ist, was er macht, aber muss man auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Und jemand, der drauf guckt Also und sieht. ich find das schon fragwürdig, dass der Hugh Hefner, der natürlich moralisch gesehen eine Katastrophe ist, dass der einfach so in seinem Haus, in seinem Riesenanwesen einfach so Frauen führt, die ihm den ganzen Tag tut mir leid, dass ich das so aussprechen muss, aber so die Eier hinterher tragen, verstehst du, was ich meine? Nur weil er Geld hat. Und das ist ja moralisch gesehen eine Katastrophe. Und dann macht er dasselbe eigentlich wie Allah im Himmel. Also diese Katastrophe ist in Allahs heiligem Ort. Ja, und jetzt denk mal, diese Frauen haben keine andere Möglichkeit zu arbeiten oder Geld zu verdienen, ja? Und verdienen so ihr Entschuldige mal, Geld. das sind eigentlich wunderschöne Frauen, die können auch ihr Geld anders verdienen. Die müssen sich nicht prostituieren dort. So, Bruder, du weißt nicht, in was für eine Lage der UFner ist, unter was für einem Druck der steht von außerhalb, unter was für Ja, einem der hat Druck nur vielleicht Druck die Frauen darunter. Ja, sind. genau, der steht unter Druck den ganzen Tag von Viagra. Ja, Bruder, guck mal, der ist doch an die Öffentlichkeit gegangen. So, und wenn du an die Öffentlichkeit bist und so vielleicht ein Druck von außerhalb, Bruder, ist Amerika, ne? Da sind Ja, vielleicht auch okay, Leute aber ein bisschen bösartiger unterwegs. du bist doch wohl ein wenig geistlich weiter als diese Hudel Ain im Himmelreich. Das ist ja Quatsch, ist das doch. Ich Bruder, bitte dich. Der Allah wird doch nicht dein, der Allah wird doch nicht dein, meinst du, der der Allah Allah macht wird doch, der Allah wird doch nicht dein PENS so dick und so lang machen wie eine Palme und du wirst damit beschäftigt sein, zwei Schwestern gleichzeitig auseinanderzunehmen.
Wie gesagt, Bruder, ich weiß nicht, ob man das so gleichzeitig macht, wie Paradies und wunschlos glücklich. Wir sollen uns keine Sorgen machen, dass wir im Paradies irgendwie, dass irgendjemand dort entscheiden kann, aber Okay. es gibt nicht. Okay, Baztürk. Was sagst du denn zum Beispiel, wenn er jetzt auf einmal sagt, Baztürk, wenn du in mein Himmelreich bist, dann werde ich dein PNIS, so dick und so lang machen wie eine Palme und du darfst mit zwei Schwestern von deiner Familie gleichzeitig schlafen und sogar noch mit allen weiblichen Familienmitgliedern, das heißt deine Tante, Oma, Cousinen, Schwestern, Nichten, mit denen darfst du alle Verkehr haben, außer deine Mutter und deine Tochter. Würdest du nicht sagen, willst du mich veräppeln? Bist du der Teufel? Oder würdest du sagen, okay, cool, wenn das so ist, dann ist es halt so, ne? Du darfst jetzt vielleicht nicht deine Tante, also kommt drauf an, was, ja, was für eine Tante, die Schwester deiner Tante darfst du heiraten, so. Bei Türken ist ein bisschen was. Ich rede gerade vom Himmelreich. Der Allah sagt durch den Ausleger Al-Qurtubi, und der Al-Qurtubi hat das ja von seinem Propheten, das sagt er in Tuhfatul Habib, Al-Shahl al-Khatib, auf der Seite 352, dass der Mann, der im Himmelreich eintreten darf, der Allah ihm sein Palmen-Penis zur Verfügung stellt, und er darf dann zwei Schwestern von seiner Familie gleichzeitig weghämmern. Und darüber hinaus darf er sogar mit allen weiblichen Verwandten in seiner Familie Verkehr haben. Das heißt, mit seiner, ausgenommen von der Mutter und der Tochter. Das heißt, die Oma, Tante, Cousine, Schwestern ja sowieso und Nichten. Also, findest du nicht irgendwas krank daran? Oder ich weiß nicht, wo sowas steht. Ich weiß auch nicht so, was man im Paradies so machen darf. Ne? Ich habe gehört, 72 Jungfrauen darf man haben. Und ob man die jetzt gleichzeitig da oben, weiß ich nicht, ob man sowas, wie so das ist. Ich bin nicht im Paradies, Bruder. Du bist auch nicht im Paradies. Ne? Ich weiß nicht, wie man das darf da. Ich weiß es Ja, nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir dort wunschlos glücklich sind. Egal ob Frau oder Mann, egal wer dort ist, wir werden wunschlos glücklich sein. Und nein, nichts. nein, nein. Die Frau hat keine Rechte auch oben. Die Frau, die hat hier im Islam keine Rechte auf der Erde und oben im Himmel, die hat auch genauso keine Rechte. Nur Er der sagt das. Einzige, der Rechte hat, ist der Mann. Er Die, sagt seine das. Rechte werden. Wer sagt das? Ja, wo steht Also das? die Hadithe und im Schriftlich, ja. Koran und die Hadithe sagen das. Der Islam selbst sagt so. Was steht denn im Koran, was eine Frau im Paradies machen darf? Sie ist wunschlos glücklich. Wunschlos Ich sag dir, wird. Surat 78, Surah 56, Surah 76 kannst du aufschlagen und lesen. Also, ja. Die Frauen, also die Männer werden Frauen mit schwellenden Brüsten kriegen, ja? Und ein Becher Wein, jeder. Surat Al-Waqia verspricht Gärten der Wonne. Okay, und großaugige Huris, ja? Also die Männer werden 72 Huris haben. Wo steht jetzt die Frau da? Welche Position hat die Frau? Die steht nur da, um den Mann, ja, Sex, ich darf das Wort nicht sagen, Tag und Nacht zu befriedigen, endlos. Guck mal, was die Frau machen muss. Also die hat keine Ruhe. Ja, aber die Frau hat doch Wie dabei auch willst du schon das? gesagt. Der Nagellacklackierer war gerade hier drinnen, ne, Leute? Da müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Nagellacklackierer hat mich die ganze Zeit blockiert gehabt. Ja. Der entblockt mich und versucht die Aha. ganze Zeit mich zu melden und dann blockiert er mich wieder. Aber jetzt habe ich gesehen, dass er drinnen ist. Jetzt habe ich ihn blockiert, weil der Typ, der meldet mich immer wie verrückt. Das Heft, der ist so einer. Das ist so einer. Deswegen habe ich gesagt, weg mit dir. Und Sofort wenn raus du hier. im Paradies kommst und du bist verheiratet, du hast eine Frau, sie wird dort die schönste Frau für dich sein. Egal, ob Nee, du das dann stimmt nicht. zehn Wo Frauen steht hast, aber das? deine Frau, mit der du ins Paradies zusammen mit der Ehe ins Paradies geht, wird die schönste Frau für dich sein. Also, Wo du wirst steht halt das? bei dir dann halt der Mann. Wo steht Warte mal, das? Zeig was mir. Türk, was Türk. Weiß ich nicht. Ich weiß halt auswendig. Also, Was Türk, was dann Türk. kannst du sowas nicht behaupten. Ich weiß doch auswendig. Woher willst du wissen, was in einem Buch steht, dass es richtig ist? Auch wenn der Koran drauf steht, woher willst du wissen, dass es richtig ist? Ja, okay, wenn wir so machen, dann können wir ja den ganzen Tag sagen, ja, das Buch ist auch nicht richtig, das Buch ist auch nicht richtig, dann Bibel brauchen wurde wir gar auch nichts mehr zu akzeptieren. so viel zu erfunden. Heißt aber auch nicht, dass alles, was in der Bibel steht, falsch ist. Alles, was in der Jesus, Bibel ist, Allah hat steht, Jesus alles, was in in der Bibel den steht, ist Tod richtig. gebracht. So sieht's aus. Nein, Bruder. Also, kommt drauf an, was für eine Natürlich. Bibel du bist. Ne? Wenn du jetzt Gottes Worte aufgeschrieben hast in einem Buch, wo eine Bibel draufsteht, dann kann es auch richtig sein. Aber
was so, dass ein Mensch ein Gott ist, sowas stimmt nicht. Sowas dürfen wir nicht glauben. Ja, So. okay, was macht, was hindert dich Guck mal, daran, das zu glauben, dass Gott Bruder, Mensch wurde? ich Ist es danke wegen dir, den dass du dankst. Körperteilen oder was? Guck mal, Allah hat Gott, ne, du kannst auch Gott sagen, oder Allah ist halt, hat eine Bedeutung, heißt so wie Anbetung. Ich weiß nicht genau die Übersetzung, aber wir können auch Gott sagen. Aber Allah ist halt so ein schöner Name. Guck mal, Gott hat Jesus Macht gegeben, Menschen zu heilen und sogar wiederzubeleben. Und damals haben vielleicht irgendwelche Leute gedacht, boah, ey, der hat so heftige Mächte, den nennen wir Gott. So, aber er ist nur ein Mensch, Bruder. Warum sollte jemand, der alles von uns hier erschaffen hat, uns erschaffen, warum sollte er sich zu einem Mensch machen? Nicht, dass er nicht dazu die Macht hätte. Allah ist allmächtig, Gott ist allmächtig, aber er macht sowas nicht. Er hat es auch selber gesprochen zu unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bruder, er macht sowas. Er ist kein Mensch. Warum sollte er sich als ein Mensch machen? Wer bist du, dass du Gott sagst, was er machen soll und was er nicht machen soll? Ja, ich sag ja, Allah ist allmächtig, ne? Wenn er das machen will, er ist allmächtig, wie gesagt, das dürfen wir nicht vergessen, aber er hat selber gesagt, das sollen wir nicht glauben. Wir sollen nicht glauben, dass Jesus wurde auch nicht gekreuzigt, ne? Das Ach stimmt nicht? nicht. Allah Wie kann es sein, dass der größte Bibelkritiker unserer Zeit, der Bart Ehrmann, zugibt, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde? Ja, oder das sind irgendwelche Unwahrheiten, das stimmt nicht. Allah hat Jesus zu sich im Paradies geholt und Jesus wird auch wieder Erzähl mal, auferstehen. was hat denn Allah da am Kreuz gemacht? Es war ein anderes Aussehender, der Ja, Jesus zu was hat sich denn Allah da aufgebaut gemacht? Hat er da getäuscht? Hatte so, so es aussehen lassen, als würde Jesus da hängen? Ja, kann ja sein, um irgendwelche Menschen vielleicht zu retten damals, ne? War ja auch eine Kriegszeit oder so. War ja vielleicht auch, weiß ich nicht, was für eine Zeit dort war, aber könnte ja sein, wenn Menschen kreuzigen, ist schon ein bisschen heftig, ne? Die sind auch vielleicht ein Nein, bisschen, manchmal das auch Problem vielleicht ein ist, bisschen zusammengekommen. mein Lieber, es geht ja darum, dass an der Kreuzigung Allah etwas gemacht hat, und zwar einen großen Betrug. Er hat die ganzen Beteiligten an der Kreuzigung veräppelt, auf gut Deutsch gesagt, und Jesus ausgewechselt und jemand anderes als Jesus transformiert und ihn ans Kreuz schlagen lassen. Wie nennt man denn sowas? Ja, wurde, wie gesagt, für schlechte Menschen, die bei Menschen, die gut Okay, sind, kein schlechte Problem. Sachen machen, ne? Okay, Allah kein hat dafür Problem. seine Strafen. Allah hat dafür seine Okay, dann Strafen. fragen wir mal anders. Fragen wir mal anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir an einer Situation bin, wo wir mit unseren eigenen Augen sehen, dass derjenige vor unseren Augen gerade etwas klaut, und wir haben genau gesehen, dass er das gerade klaut, und dann auf einmal kommt Jahrzehnte irgendjemand und sagt zu uns: Ey, ihr Idioten, ihr habt gar nicht den gesehen. Das war nur jemand, der ihm ähnlich aussah. Aber dann sagen wir, willst du uns veräppeln? Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen. Das war doch der Dieb, oder nicht? Würdest du nicht sagen, hä, willst du mich veräppeln? Wir haben ihn doch mit unseren eigenen Augen gesehen. Oder würdest du doch einfach sagen, ja, nee, du hast recht, wir waren dumm und haben die Leute nicht gesehen. Oder Bruder, diesen Dieb. in so Situationen müssen wir auf Allah vertrauen. Er ist der für die Gerechtigkeit sorgende. Siehst du, willst du nicht antworten, siehst du, weil diese Geschichte allein schon sehr krank ist. Bruder, Allah hat Allah. also nichts Besseres zu tun, als den Kreuzesweg des Herrn Jesus Christus, also die Vergebung der Menschheit. Das ist ja das Ereignis, wo der Herr Jesus Christus, wo die Propheten von auch geredet haben, dass Gott selber stellvertretend für uns bezahlen wird. Und genau das will ja Allah zunichte machen, damit du überhaupt nicht daran glaubst. Weil in der Kreuzigungsgeschichte gibt es ja auch Vergebung der Schuld, weil der Herr Jesus Christus die gesamte Schuld der Menschheit auf sich genommen hat. Und das will Allah kaputt machen, indem er sagt: Nein, mein Lieber, glaub bloß nicht dran, dass Jesus für dich gestorben ist, sondern ich habe alle getäuscht und habe Jesus gerettet. Jemand anderes ist gestorben, jemand ähnliches wie Ja. Jesus. Guck mal, wieso sollte Allah seinen eigenen Geh mal gesamten, deine seinen Fingernägel eigenen. lackieren, du kranker Clown. Bruder, Jetzt, wie der mich hier aufregt, dieser widerliche Typ, ey. Meine Herren. wieso sollte Allah, ne, Gott, der uns Menschen liebt, uns erschaffen hat, wieso sollte er derjenige sein, der seine Schöpfung tötet? Damit ankreuzigen lässt, so eine barbarische Sache, so eine richtig unmenschliche Sache, ne? Warum sollte er seinen Propheten, ne? Warum sollte er den kreuzigen lassen für die Sündenvergebung anderer? Allah Ja,
Das ist ja das Heftige. In der Allah Bibel hat selber steht, dass gesagt, er sich wer selber einen Menschen angekündigt hat. umbringt, ist so schlimm, als wenn man die ganze Menschheit umbringt. Und wer einen Menschen das Leben rettet, der kriegt so viel Belohnung, als wenn er der ganzen Menschheit das Leben rettet, Bruder. Okay, kein Problem. Du hast gerade Sure Warum 5, sollte Vers 32, du hast, mein Lieber, deine Schöpfung kreuzigen lassen, was als stört, hätte er eine Botenmacht so dazu, was Bruder? stört, was stört, Weißt du, hallo. was ich meine? Überleg mal. Du hast gerade Sure 5, Vers 32 zitiert, wenn jemand einen Menschen tötet, ist es so, als hätte die ganze Menschheit getötet. Von wem ist dieser Vers? Ja, von Allah sind Gott Allahs Worte, ne? Hat unser Prophet Mohammed Falsch. sallallahu alaihi wasallam Falsch, gelehrt. falsch, falsch, falsch. Das ist von einem jüdischen Rabbiner. Das hat Mohammed einfach geklaut. Das sind nicht Gottes Worte. Das steht im Talmud, schon vor dem Koran. Man kann auch nicht sagen, es ist, weil du hast nur einen Mensch getötet. Wenn man jetzt die ganze Menschheit umbringt, ist es auch ein bisschen heftiger, ne? Aber Versteht es das ist immer so, noch es ist nicht, ne? Strafe Das dafür. ist nicht Gottes, mein Lieber, das ist nicht Gottes Wort in Sure 5,32. Mohammed hat das von einem jüdischen Rabbiner geklaut und in seinen Koran reingepackt. Sag ja, was in einem Buch steht, Bruder, heißt nicht, dass es unbedingt wahr ist. Allahs Wort wurde einmal gesprochen früher, ne? Zu unserem Propheten, zu Jibril, nicht mal zu unserem Propheten, zu Engel Jibril. Und Jibril hat es Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, offenbart. Ich habe dir gerade Bruder, gesagt, dass Mohammed diesen Vers, du mein Lieber, hörst du überhaupt schreibst zu oder hast du Durchzug hier drinne? Ich krieg Migräne. Wirklich. Baştürk, Sure 5, Vers 32 ist nicht von deinem Gott. Das hat nicht Allah Gabriel gegeben, sondern Mohammed hat das von einem Juden geklaut. Ich sag dir, in dem Buch könnten vielleicht so viel. Ich habe auch schon gesagt, in manche Sachen gedacht, boah, vielleicht ist es unverständlich geschrieben für manche. Was Aber. sagst du denn dazu? Was sagst du denn dazu, dass die Muslime sagen, das ist das ewige Wort Gottes, das immer schon bei Allah war? Auf einmal finden wir heraus, dass Mohammed diesen Vers von einem Juden geklaut hat und in den Koran reingepackt hat. Ja, Bruder, manche Sachen sind vielleicht gut, ne? Die Manche zehn. Sachen sind echt gut. Was ist deine Antwort? Die zehn Gebote, ne? Also, man soll nicht klauen, man soll nicht lügen, man soll nicht morden, kommt Was auch von machst du da? Hör Allah. auf zu Das kommt springen, auch von Mann. Gott. Das kommt Was? auch von Gott, Bruder. Das ist gerade sehr, sehr schlimm für dich, dass du das herausfinden musst, ne? Und unser Prophet Mohammed hat mich ein Buch in die Hand gekriegt. Hier hast du ein Buch. Das ist Lehr mir doch schon klar. Ja. Er hat von Allah Offenbarung bekommen. Was Wie Menschen hat er denn, wie hat auch diese Sure 5, Vers immer 32 ist keine Offenbarung von Allah, sondern er hat es geklaut von einem Juden. Wie oft noch? Mein Lieber, du bist unwissend. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich lag dir vor, wirklich, ich gebe dir einen Ratschlag von mir, weil du bist wirklich unwissend. Geh bitte und lies die Hadithe. Wir können dir alles geben mit Nummern und Verse. Lies den Koran richtig und die Hadithe dazu. Und dann kannst du nochmal hierher kommen und mit uns reden. Weil wie du so bist jetzt gerade, du bist echt unwissend. Also diese. Wie, was du jetzt gerade gesagt hast, das macht echt keinen Sinn. Glaub mir. Hier, Kabir Ja? bin Al-Tawf hat das hier geschrieben. Mishnah Sanhedrin 4. Siehst du, da ist das. Da hat der Mohammed das geklaut. Das ist von einem jüdischen Rabbiner. Das ist ein Kommentar und nicht Talmud. Gottes Wort. Ja. Das ist vom Talmud kopiert. Ja? Und das wusstest du nicht, siehst du? Deswegen, du musst dich weiter informieren, mein Lieber. Wenn man Weiter. das, wenn Nochmal man weiter. das, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, ist das ja auch nicht wahr, weil du bringst mit einem Das Menschen kann doch eine nicht Menschheit. wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir reden davon, dass Sure 5, Vers 32 nicht von Gott offenbart wurde zu Mohammed, sondern dass Mohammed diesen Vers da reingepackt hat und ihn von einem Juden genommen hat und ihn da reingetan hat. Das ist nicht Gottes Wort. Verstehst du das nicht? Ich sag doch, es muss nicht alles wahr sein, was da in irgendwelchen Büchern steht. Ja, okay, dann Oder bist du auch kein das Muslim, weil wenn du einen Vers aus dem Koran leugnest, dann bist du raus aus dem Islam. weißt du, aber Bruder, wie viel Zeit, unserem Prophet Mohammed hat das doch wörtlich den Menschen gelehrt, Bruder, wie viel Zeit ist seit seinem Tod vergangen? Wie viele Menschen haben Bücher umgeschrieben? Warum gibt es denn so viele verschiedene Koranversionen? Weil irgendwelche Das Menschen musst was du dich selber reinschreiben fragen, weil und die sich Menschen miteinander, vorstellen. weil die Menschen der damaligen Zeit mit dem Koran gespielt haben. Du siehst doch, dass Othman Bruder, losgeht. ich sag dir ein Beispiel, ne? Ich sag dir ein Beispiel, bitte hör mir zu, bitte, bitte, bitte. Guck mal, Sure Al-Masad, ne? Dort darum, in dieser Sure, was ich im Internet gelesen habe, was Koran ist, ne? Was ein Buch ist, wo was drin steht, ne? Steht drin, zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs und seiner Ehefrau, weil
die Feinde von dem Propheten Mohammed waren. Und es waren sein Onkel, ne, dieser Abu, sallallahu alaihi wasallam. Es war sein Onkel, aber es steht dort nicht drin, erstens, dass er der Onkel war und zweitens, dass er der Feind von ihm war. So, das sind zwei Informationen, die eigentlich wichtig sind, ne? Weil sonst könnte man denken, unser Prophet, Allah oder unser Prophet möchte irgendwelche Leute einfach zugrunde gehen lassen. Das ist Wissen, was in diesem Buch fehlt, was in dem in der Internetseite fehlt, was wichtig ist. Sonst könnte man denken, der Islam ist voll barbarisch, aber das stimmt nicht. Richtig barbarisch. Nee, überhaupt nicht. Ach Nein, ja. so, als Mohammed den Stamm der von Khaibar auseinandergenommen hat, war das nicht barbarisch, als er 600 bis 900 Juden in Nackentherapie verpassen ließ? Bruder, unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte selber, er weiß selber nicht, ob er ins Paradies kommt. Erstens. Zweitens, Dankeschön. weißt du, Ja. zweitens weißt du selber dort auch nicht, ne, in dieser Situation, um zu wissen, was dort die Menschen überhaupt gegen andere Leute geplant haben oder welche Was Leute haben die wir? Die Geiseln Juden genommen haben haben, doch nichts mit ihm zu auch tun nicht. gehabt. Die Juden Bitte? haben doch überhaupt nichts mit ihm zu tun gehabt. Der Mohammed hat aufgrund von Vermutungen und Spekulationen einfach die Dörfer angegriffen. Das war's. Mehr ist Ja, das nicht. genau das Gleiche hast du gerade eben auch gemacht, Bruder. Was Weil denn? du warst nicht in dieser Situation. Weißt du es hundertprozentig, was da wohl los ist? Nur weil Ja, aber du irgendwelche ich kann mich doch nur auf das beziehen, was ihr für authentisch so befindet. Darauf beziehe ich mich ja. Also Oder kann man glaub gar nicht nicht alles, mehr euren glaub nicht islamischen immer alles, Schriften vertrauen. was im Internet steht. Ich sage nicht, dass unser Prophet Das nicht steht nicht Blödsinn nur im macht, das Internet, hast du sondern auch selber die vor mir Bücher sind gesagt, so ne? geschrieben. Die Biografie Mohammeds ist auch so geschrieben. Was erzählst du denn da? Bruder, was manche Leute schreiben, haben manche Leute geschrieben. Vielleicht auch Okay, unter ich merke irgendwelchen schon, dein Einflüssen von Gehirn ist auch anderen ruhig. Leuten. Wenn du schon so die ganze Zeit redest, dann bringt das auch nichts mehr. Das ist heftig. Das ist einfach nur krank. Wenn das so ist, wenn das so geschrieben wird von dem und dem. Ja, was denn, wenn ihr das für authentisch befindet, dann beziehe ich mich darauf und zitiere das auch. Wenn du ein Problem damit hast, kannst du ja bei jedem einzelnen Fans, der dir unangenehm wird, dann kannst du einfach sagen, ah ja, du weißt ja nicht, wer das geschrieben hat. Ist ja krank, wir können denn so argumentieren. Ich habe schon Kopfschmerzen gekriegt. Was ist das für ein Prophet, der selber nicht weiß, ob der ins Paradies kommt oder nicht? Das heißt, Wenigstens dieser hat er das Prophet, zugegeben. Amen. der Wenigstens hat hat er es das zugegeben. zugegeben. Ja. Sura Das heißt, 46, dieser Vers Prophet 9. ist. Ja, das ist heftig. Ja, ihr Lieben, der Ja. Mohammed wusste nicht, was mit ihm passiert. Ob er ins Himmelreich geht oder was Allah mit ihm macht, es sei denn, dass Allah ihm gnädig ist, siehst du? Hat der Herr Jesus Christus gebetet um Gnade beim Vater? Nein. Der Herr Jesus Christus hat sein eigenes Reich und gesagt, da wo ich hingehe, da werdet auch ihr sein. Ich werde für euch eine Ruhestätte vorbereiten. Mariam, lies uns mal bitte Johannes 14 vor. Johannes 14, ja. Johannes 14, bitte. Johannes 14, Jesus, der Weg zum Vater. Euer Herz, erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und auf dass auch ihr seid, wo ich bin und wo Richtig. ich hingehe. Siehst du, stopp, Mariam. Wusste der Ja. Herr, ihr Lieben, Frage, wusste der Herr Jesus Christus, wo er hingeht? Weil es gibt ja Muslime, die so wahnsinnig sind und sagen, oh, guck mal, dein Gott weiß nicht mal den Tag des jüngsten Gerichts, der weiß nicht mal, wo er hingeht, der weiß gar nichts. Aha, weiß also der Herr Jesus Christus nicht, wo er hingeht, was er macht, was er zu tun hat? Ja, der Das ist weiß das, der sagt das. Ja. Das sind die Gehirne von diesen Leuten, die dann auf einmal einen auf intellektuell machen. Das müsste ich mal geben. Selbst diese schlauen Muslime, die sich so schlau schimpfen, reden so ein Quatsch. Lies Ja. uns bitte weiter, Mariam, damit die Münder zugehen. Da steht, wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und Amen. wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Amen. Amen. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir Zeige wissen uns nicht, den wo Weg. du bist. Genau. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm,
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Halleluja, Amen. Da ist der berühmte Vers Johannes 14,6. Amen. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Guck mal, da hat auch hier gesagt, dass Jesus Gott ist. Ihr habt ihn auch gesehen, hat gesagt. Jetzt Natürlich. schon. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihr ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, genau, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Ich Vater im bin Vater und bin dass und der der Vater Vater in in mir mir. ist? Amen. Warte, Frage an die Muslime. Gibt es einen Propheten, wenn Jesus ein Prophet ist, kann er, und ihr sagt immer ja, der Vater ist der wahre Gott, kann ein Prophet einfach sagen, der Vater ist in mir und ich bin im Vater? Gibt es so einen Propheten, der sowas sagt? Oder ist es Blasphemie? Jesus ist Gott. Jesus ist Jesus Gott. ist Gott. Amen. Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Stopp. Ja. Kann ein Muslim jemals sagen, dass Allah in ihm ist und er in Allah ist? Frage, ihr Lieben, geht das? Hat irgendein Prophet mal gesagt, dass er in Allah ist und Allah in ihm? Nein. Das wäre das Natürlich nicht. Blasphemischste zu behaupten. Somit Ja. beweist Jesus Christus in fast jedem Vers, dass er Gott der Allmächtige ist. Und genau das haben die Juden ihm ja auch vorgeworfen. Mariam, lies uns Johannes 10 ab Vers 26 vor. Ja. Johannes 10. Und zu wem hat Jesus gebetet im Himmel und gesagt, oh Vater, genau, zum Vater. Hast du direkt beantwortet. Ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben, sie Stopp, werden niemals. stopp. Ja. Welcher Prophet kann sagen, ich gebe Ihnen ewiges Leben, ihr Lieben? Gibt Ja. es irgendeinen Propheten? Kann Mohammed sagen, ich gebe euch ewiges Leben? Nein, niemals. Ich frage euch, ihr Lieben, deswegen frage ich, dass ihr immer wieder dabei seid, dass ihr mir zuhört. Wer kann uns ewiges Leben geben? Nur Gott, sehr gut, siehst du, nur Gott. Nur Gott, siehst du, das begreift ein Fünfklässler. Warum kriegen das diese Atomphysiker-Muslime nicht hin? Warum? Das muss man hier sich mal vorstellen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ein Fünfklässler, wenn du ihm das erklärst, der rafft das. Aber mündige, erwachsene Menschen raffen nicht, dass Jesus Christus beansprucht hat, Gott selbst zu sein. Lies Ja. weiter, Mann. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Warte mal ganz kurz. Hat er gerade eben gesagt, ich gebe Ihnen ewiges Leben und niemand reißt sie aus meiner Hand? Und dann sagt er auf einmal, niemand reißt sie aus der Hand meines Vaters. Also wenn niemand die Schafe des Herrn aus seiner Hand reißen kann und aus der Hand des Vaters, wer ist dann Jesus und der Vater in dem Moment? Eins. Und das sagt er Natürlich. jetzt auch. Und das sagt er jetzt Ja. auch, Mariam. Guck, was der Jesus Ja. Christus sagt. Damit sagt er, ich und der Vater sind eins. Denn durch meine Hand geht auch die Hand des Vaters. So sieht's aus.
Komm, ich krieg Halleluja. Gänsehaut am ganzen Körper. Guck dir das mal an. Ja, ich auch. Lies Johannes weiter, 10, Mariam. 3. Ja, dann sagt er darauf, ich und der Vater sind eins. Ich und der Da Vater sind oben eins, siehst du? drüben, genau. Und das hat die Juden, die waren geärgert, weil er das Ja, gesagt hat. natürlich, Da hoben natürlich. die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Warum, Maria? Jetzt müssen wir uns fragen, warum wollen die Juden den Herrn Jesus Christus jetzt steinigen? Ich möchte die Antwort von den Juden. Ihr Juden, warum wollt ihr meinen Herrn Jesus Christus jetzt steinigen in dem Moment, wo er das gesagt hat? Mariam liest. Jesus hielt ihnen entgegen, viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euer Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und du machst dich selbst zu Gott. Ja. Aha. Ah, die Juden haben ihn also nicht wegen seiner Werke willen steinigen wollen, sondern weil er ein Mensch ist und sich selber zu Gott macht. Ach so. Aber Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein. Ah, ja, stimmt, klar, Muslime. Ihr seid wirklich sehr, sehr scharfsinnig, wie ihr die Bibel gelesen habt. Sehr, sehr scharfsinnig, wirklich, muss ich schon zugeben. Also man kann sehr viel von euch lernen, was Bibelauslegung geht, was wie man die Bibel liest und sowas, wirklich top. Wirklich. Es ist so heftig. Das darfst du keinen mitsehen. Bist du noch da, Mariam? Ja, ich bin noch Also, da. Soll ich weiterlesen? ja, genau, du kannst noch die paar Zeilen weiterlesen. Die paar Zeilen, genau. Und dann hier hat gesagt, Jesus erwiderte ihnen, heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jener Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen sind, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken. Wenn ihr mich nicht glaubt, dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater Im bin. Vater. Das ist absolut krass. Absolut krass. Wenn der Herr Jesus Christus so einen Satz vor den Juden sagt, dann verstehen die Juden, und das ist verständlich, dass der Herr Jesus Christus beansprucht, gerade Gott selber zu sein. Ja, wer behauptet sowas und wer hat behauptet, dass er Gott ist von den Propheten? Also die Muslime sagen, klar, Jesus Christus, er hat gesagt, dass er Gott ist. Das war schon sehr mutig von ihm. Mohammed hat es nicht gesagt, Buddha hat es nicht gesagt, niemand hat es nicht gesagt. Das ist eindeutig, Jesus ist Gott. Punkt aus. Amen. 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 So sieht's aus, ihr Lieben. Ne? Lasst euch daher niemals verführen von irgendwelchen Irrlehrern oder von irgendwelchen Sektierern. Jesus Christus ist der allmächtige Gott und er kam in das Sein, und auch das Sein hat ihn nicht erkannt. So wie fast, naja, fast alle. Das ist das Amen. Problem. Ne? Lasst euch niemals beirren. Der Herr Jesus Christus war schon von Ewigkeit her. Jesus ist nicht irgendwie nur ein Mensch. Er ist Mensch geworden. Der Herr Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Gott, der Sohn, der Mensch wurde in Jesus Christus. So sieht's aus. Der Vater sandte seinen Sohn und der Sohn wurde Mensch. Nicht der Vater, nicht der Heilige Geist, sondern der Sohn wurde Mensch. Und das ist Gott selbst. Denn so heißt es im Johannesevangelium: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und im Vers 14 heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. So sieht's aus. Wo kann man über das Paradies lesen? Welches Paradies? Bruder, lies mal Lukas 8, 39. Mariam, lies mal Lukas 8, 39.
Okay. Jesaja 7,14 wird Jesus Christus als starker Gott prophezeit. Nicht nur in Jesaja 7,14, sondern auch in Jesaja 9,5. Uns ist uns ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und starker Gott im Hebräischen ist El Gibor. El Gibor, starker Gott. Luk 8,39. Ja, da sagt, kehr in dein Haus zurück und erzähle alles, was Gott für dich getan hat. Da ging er weg und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hätte. Ja, der hat direkt Jesus mit Gott assoziiert. Hammer. Ja. Der Herr Jesus hat ihm gesagt, geh und sag, was Gott ge getan hat. Und er hat sofort gesagt, was Jesus getan hat. Wahnsinn, ne? Ja, genau. Am Anfang war es Gott und dann hier, was Jesus für ihn getan. Das stimmt, Und ich sage dir, wenn du diesen Vers einem Muslim zeigst, der legt den ganz anders aus, als was ich jetzt gerade gesagt habe. Nur um nicht Jesus Christus als Gott darzustellen. Obwohl das glasklar ist. Ja, Fünftklässler so könnte das auch so gut verstehen. Also, das ist doch eindeutig, ja. Kannst du dein Zeugnis erzählen? Armin, ihr könnt euch das auf meinem YouTube-Kanal angucken. Ex-Muslime klären auf TV. Vom Islam zu Jesus Christus. Da gebe ich 1 Stunde und 8 Minuten Zeugnis, da kannst du in Ruhe angucken, das ist echt. Ja, kriegt man Gänsehaut. Das habe ich schon mal gesehen. Also das erste Mal, wo ich deine YouTube-Videos gesehen habe, hat mir meine Tochter davon berichtet und hat gesagt, Mama, der ist heftig, der ist brutal, der hat von niemandem Angst, er sagt seine Meinung, du musst gucken. Dann habe ich das geguckt und habe gleich Gänsehaut gekriegt überall. Ich habe gesagt, Halleluja, was der Jesus Christus mit Menschen macht. Wow. Wundervoll, ne? Auch in dieser Ja. heutigen Zeit, ne? Dass der Herr Ja, Jesus Amen. Christus aber auch gegenwirkt, ne? Mit diesen ganzen bösartigen Kräften wie den Religionen und Esoterik und hast nicht gesehen. Und trotzdem hat der Herr Jesus Christus auch noch, bringt alles noch in die Waagschale oder wirft alles in die Waagschale, damit viele Menschen noch gerettet werden, ne? Wahnsinn. Ja. Ja, guck mal, wie schön, wie süß. Amir hat mir die Augen geöffnet. Der hat viele die Augen geöffnet. Ja. Ja, das gibt Kraft, immer weiterzumachen, ne? Verstehst du? Das ist immer, ich habe tausende von Nachrichten bekommen, dass die alle den Islam verlassen haben. Auch dass die Leute, die nichts mit Religion zu tun hatten, sich auf einmal Bibel besorgt haben und angefangen haben zu lesen, jetzt eine Gemeinschaft mit Jesus haben und so. Das ist alles nur wundervoll, ehrlich. Ja, die Ja, du Leute haben in bist. dem Moment Verstand bewiesen, haben gesagt, warte mal, stimmt irgendwas nicht. Wir müssen uns Gedanken machen um unsere Ewigkeit, das ist das. Ne? Für Du alles haben wir bist Zeit, aber für Gott nicht. Das kann es nicht sein. ja. Reza ein Zeugnisvideo. Nein, der Reza, ja gut, sein Zeugnis ist eigentlich sein Vortrag. Illuminati, das größte Geheimnis der Welt entschlüsselt. Das ist eigentlich sein Zeugnis. Da ist er zum Glauben gekommen. Durch die ganze Recherche, dass es Satan hier auf der Erde gibt. Und wenn es Satan gibt, dann gibt es ja auch Gott. Aber gegen wen kämpft denn dieser Satan? Das macht nur Sinn, die biblische Sicht von Satan und nicht den vom Koran. Das ist das. Mein Bruder beweist das eindrucksvoll. Das ist so genial. Selbst diesen Weg haben wir auch noch zugemacht, damit die Leute von der Esoterik, vom Atheismus und auch da die Augen geöffnet werden, dass nur diese biblische Sicht auf den Satan Sinn macht auf unsere Welt, wenn wir das projizieren. Dass der Satan die Kontrolle hat über diese gesamte Erde und dass sein Gegner nur Jesus Christus ist. Das war's. Er hat nur Jesus Christus als Gegner. Das war's. Mehr hat er nicht. Und deswegen hat er die größte Weltreligion, eine der größten Weltreligionen ins Rennen geschickt, den Islam, der den Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus leugnet, damit die Menschen nicht gerettet werden. Da verschließt der Allah die Türen zur Errettung. Ne? Wahnsinn. Der Allah und sein umgedrehtes Buch, den Koran, das umgedrehtes Kreuz, den Koran. Wahnsinn. Ne?
Ja, wenn es Christen, Amen. sogenannte Christen gibt, die sagen, ja, du musst alle Religionen respektieren. Ja, wie können wir als Christen den Islam respektieren, wenn der Islam die ganze Zeit nur gegen die Bibel schießt und absolut den Herrn Jesus Christus runterbuttert und einfach alles leugnet, was in der Bibel steht? Wie kann man denn dafür Respekt haben? Wie geht sowas? Kann mir das einmal jemand erklären? Und wenn wir nicht daran glauben, muss uns Nackentherapie verpasst werden. Das ist Wahnsinn. Ja, der Cowboy. Amen. Welchen Vers steht, dass Jesus richten wird im Koran? Das findest du im Hadith von Bukhari, findest du das, dass er als gerechter Richter zurückkehren wird, ja, um zu richten. Also Jesus ist Gott, ja, Amen. Amen, Nevi und Rasul, Übersetzung auf Deutsch. Also die Muslime sagen, dass Nevi jemand ist, der von Gott Botschaft bekommen hat. Und Rasul ist jemand, der in Buchform auch ein gebundenes Buch auch bekommen hat. Also da machen die so einen Unterschied daraus. Ja, da ist Rasul, es da. das heißt Risala, das heißt, er hat eine Risala bekommen. Risala heißt es so, wie du gesagt hast, so ein Buch, Schrift. Schrift, genau, Risala. Verwandelst du dich heute noch in den dreifachen Superchef? Nein, Olli, heute nicht mehr, Olli. Heute ist genug mit Dings. Mit Superchef. Gott segne euch, Geschwister. Gott segne Gott dich auch, Olli. Gott segne dich. Vielen Dank für alle. Hast du dir schon mal in den ältesten ja, Büchern halt der Bibel die Offenbarung, Kapitel 13, Vers 18, ist das, glaube ich, gewesen, mit das Malzeichen des Tieres durchgelesen, Bruder? natürlich, natürlich. Hast du dir auch mal das Zeichen reingezogen? Du meinst Exzess, dieses 666? Das ist so Genau, aber aussieht wie das Allah, Originalzeichen. Saudi-Arabien, die zwei Ja, Schwerter und ja, so, ne? ja, ja. Ich weiß, das hat der, wie heißt der nochmal, dieser PLO-Aktivist, dieser Walid Chubait, der war der Erste, der das rausgehauen hat mit dem Malzeichen des Tieres an ihrer rechten Hand und Genau. mit der Stirn, mit dem Stirnband, wo drauf steht, es gibt keinen Gott außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter ist. Und das bezieht sich, dann bezieht sich dieser Walid Chubait darauf, dass es das Malzeichen des Tieres ist. Aber das ist eine falsche Auslegung, weil es wird Ja. ja Zahlungsmittel sein. Da steht das Geld, das wird also ein Mittel sein, womit wir bezahlen. Das wird den, ich lese es euch was mal vor. Guck mal hier. Ergibt das dann Sinn, wenn man das auf den Islam projiziert? Absolut nicht. Pass mal. Aber Lesen wir mal, lesen wir mal das zusammen. hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht, Bruder, aber wie gesagt, lass das doch mal, wenn du willst, ganz kurz auseinandernehmen. Warte ganz kurz. Du Und meinst es auch bin. mit dem. Ja, so ist gut. Was Ganz wolltest du gut. sagen, Maja? Wegen das, es gab ein Video, wie er gesagt hat, das stimmt, dass der Malzeichen auch vielleicht dieses Logo von Halal, was es auch auf die Lebensmittel, was halt die Leute kaufen dann nur noch Halal. Das heißt, diese Genau. islamische, genau, Marke, wie sozusagen, oder Der es wird Name und nur das dann. Zeichen sind ja zwei verschiedene, Bruder, das meint die Schwester. Der Name Ja. ist irgendwie, er hat das irgendwie übersetzt aus Aramäisch und hast du nicht gesehen? Und dann irgendwie kam er auf den Schluss, dass es Halal ist, der Name des Scheitans, Luzifers Ja. Name ist Halal. Und Halal Ja. steht ja Halal auf Ben Shah. jedem. Ja, ich weiß, Halal Ben Man Shah. darf ja nur Halal essen bei den Muslimen zum Beispiel. Deswegen, du musst dann Muslim sein und darfst dann auch nur kaufen und verkaufen Halal. Checkst du? Ja, Auch er genau, hat das das habe in ich gesagt. diesem Zusammenhang Ja. zusammengeführt, Bruder. Das war echt schön cringe. Ja, aber da haben wir auch eine ganz andere Auslegung bezüglich auch dieser Sache. Und das sehen wir auch im Fernsehen, wofür die auch Werbung gerade machen. Ne? Pass mal auf. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Wahrheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666.
Und hier heißt es ja, es ist eine Auslegung, was er macht mit Halal ben Shahar. Aber das, was wir sehen, das sehen wir auch eindeutig, dass die Elite dabei ist, das Bargeld verschwinden zu lassen und etwas, das wir in unserer rechten Hand bekommen. Und habt ihr das schon mal gesehen in Schweden, wie die bezahlen mit ihrer rechten Hand? Ja, mit dem Chip, ne, Bruder. So sieht das aus, dieser Chip. Dieser Chip, den wir eingepflanzt bekommen, das ist der Stempel des Antichristen. Solltest du das annehmen, bist du für alle Ewigkeiten verloren. Bruder, ist das hier in dieser Stelle, die Auslegung, die die ganze Welt schon getätigt hat zu dieser Stelle, Bruder, das ist die meist falsch interpretierteste Quelle aus der Bibel, sag ich mal, die am öftesten falsch ausgelegt worden ist, Bruder, bisher. Und ja, ich würde mich da auch nicht so festsetzen. Ich wollte nur mal wissen, was deine Meinung dazu ist. Also Ich meine habe Meinung ist aber. absolut die, die ich jetzt gerade vertreten habe. Und das zeigen uns auch die Medien, ne? Wie die dafür Werbung auch Wenn das machen. Das dazu ist kommt, echt Bruder, ich krank. würde das sowieso niemals annehmen. Davon mal abgesehen. Ja, das sowieso. Aber der Herr Jesus Christus kommt ja vorher zur Entrückung. Das ist das. Die Leute müssen sich vorbereiten. Und deswegen Egal, warnen wir Bruder, halt oder ob mal wir die davor. Drangsal mitmachen, ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen. Was ich sagen wollte noch ist, es steht ja auch in Offenbarung 13 in den letzten Versen, dass ein zweites Tier aus der Erde kommt. Erinnert das dich nicht an Sure 27, Vers 82? Wo Allah das Tier aus der Erde rausholt. Das auch Das und auch. sogar die Kaaba. Die Kaaba wird auch ein Dings bekommen. Zwei Augen, also dieser Stein, Genau, der wird das sprechen, der wird Bild. zwei Das Augen, ein Bild. Gesicht und alles bekommen. Ja. Offenbarung sagt dazu das Bild, ne? Irgendwie sowas, ja. Also das könnte das sein, meine ich jetzt. Ja, aber das alles deutet aber so, wie ich dir das gerade gesagt habe, auf diesen RFID-Chip, um die totale Kontrolle und Versklavung der Menschheit zu bekommen. Und dass wer nur diesen Chip unter seiner Haut hat, dann für alle Ewigkeiten in der Hand des Antichristen ist und somit verloren ist, Das aber macht auch Sinn, dass Bruder, dann durch sein das ganzes Kaufen Leben halt, warten. ne? Genau. Ja. Das macht halt Sinn, Bruder, wegen dem Kaufen, wie du schon sagst, Das weil ist dann das halt nichts mehr Problem, genau. kaufen kannst. Was bringt dir Bargeld, Genau. wenn es überall So abgeschafft sieht es aus. worden ist? Es ist also ein Zahlungsmittel, weil die Bibel davon spricht. Genau. Zahlungsmittel. Der Apostel Johannes wusste jetzt nicht ganz genau, wie das aussieht. Ne? Der hat einfach gesagt, dass es ein Zahlungsmittel wird. Ne? Noch eine kleine andere Sache vielleicht. Jesaja, Prophet Jesaja, Bruder. Im Kapitel 24 bis 27 ist ja die Apokalypse des Propheten. Und in Vers 6 in Kapitel 24, da wird der Fluch genannt. Und der Fluch wird auch, also in Hebräisch ist es Allah halt Allah. nur mit einem L. Ein der Allah. Genau. Und das ist auch irgendwie cringe, ne? Weil Aramäisch, Finde ich, finde ich. Hebräisch und Arabisch sind ja Geschwistersprachen. Und wenn in der einen Sprache das so ausgesprochen wird und in der anderen Sprache genau das gleich ausgesprochene Wort auf einmal der Gott heißt, na, ich weiß nicht. Und Allah hat ja auch mehrere in Hebräisch Bedeutungen, zum Beispiel Plagen und Das ist wirklich eine Frage. ja, Plagen und Fluch und irgendwie war da noch irgendwas. Ganz, ganz krass auf jeden Fall. Lagen und Bücher, genau, das kann alles. Allah, die Plage. Ja, richtig. Warte, ich versuche dieses eine Video zu finden. Ich finde das immer noch. Das Wichtigste, liebe Leute im Chat, wir hier oben wissen das ja. Ist der Herr Jesus Christus. Richtet immer eure Augen auf ihn, ja. Lasst euch nicht ins Wanken bringen wie ein Schiff auf hoher See. Bleibt standhaft. Der Herr ist mit euch. Er wird die Habt ihr das See mitbekommen, dass ruhig der machen. digitale Euro kommt? Der digitale Euro ist schon beschlossen. Die haben den durchgehauen in der, sag mal schnell, im Bundeskabinett haben die darüber abgestimmt mit dem digitalen Euro und der ist durch.
Ich glaube, ab was meinst du damit, Bruder? 2024, 2025 gibt es den digitalen Euro. Das wird so krass. Was bedeutet das, Bruder? Das bedeutet, dass nach und nach das Papierbargeld verschwindet und wir digitales Geld auf unserem Handy bekommen. Das ist so krank. Krass. Ja, das ist der Vorreiter. Digitale Euro, gib das mal ein, guck mal. Aber was machen dann die alten Menschen, die noch nie sich mit Handys auskannten? Zum Sie Beispiel müssen meine auch. Onkels, meine Sie Tanten. müssen auch. Tschüss. Hier, ARD, ARD. Viele Läden, viele Restaurants, die nur Cash, also Bar sozusagen Geld annehmen, müssen die dann alle umgearbeitet werden? Gibt es da schon Ideen? Also es wäre ein Riesenumbau auch, oder? Könnt ihr das gut hören? Ja. Ja. Okay. Ein großer Umbau sein, wenn der digitale Euro ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, wie eben eine Banknote, dann bedeutet das natürlich für alle Anbieter des Einzelhandels und alle Dienstleister, dass sie natürlich ein entsprechendes elektronisches System zur Verfügung stellen Es müssen. geht bald Wie los. das genau aussieht, weiß man im Moment noch nicht, aber es wird sicherlich ein elektronischer Terminal sein, wie er eben jetzt auch für Kreditkarten und so weiter vorhanden ist. Das kostet natürlich auch Geld. Da gibt es im Moment sehr viel Diskussion, wer diese Kosten trägt, wie hoch sie sind und wie sie abgewälzt werden auch auf die Kunden oder ob sie möglicherweise nicht abgewälzt werden. Ja, das könnte dann möglicherweise der große Vorteil eben auch des digitalen Euros sein, dass der möglicherweise billiger ist bei den Transaktionskosten. Das ist alles noch nicht klar. Aber Fakt ist, dass tatsächlich der Einzelhandel und die Dienstleister sich darauf einstellen müssen, ein entsprechendes Gerät vorzuhalten. Beim Stichwort. Das ist krass. Das ist anders krass. Habe ich euch das nicht gesagt? Ach du meine Das wird so Güte. kommen, Leute. Ihr könnt nicht abhauen. Ihr könnt davon nicht abhauen. Das ist das. Was hat Olaf Scholz denn letztens gesagt? Vor nicht mal so langer Zeit. Er hat doch gesagt, es wird eine neue Zeit anbrechen. Eine Ich Zeit, komme wie jetzt sie gleich noch wieder. nie zuvor gewesen ist. Das ist schon durch. Zu was? Wo steht was in der Bibel dazu? Zu was selber? Zu dem Geld, achso, das ist Offenbarung, Bruder. Offenbarung 13. Das sind die letzten Verse. Mit dem Mahlzeichen des Tieres und jeder, der das Zeichen nicht annimmt, wird nicht kaufen und nicht verkaufen können. Ja? Nur mit dem Mahlzeichen des Tieres, was du an deine Stirn oder an deine rechte Hand bekommst. Ohne dieses werden wir nicht kaufen und verkaufen können. Und dieses Zeichen wird von Antichristen ausgehen. Diese Zeit wird schlimm. Gott bewahre. Nunu Miller, ich hoffe, bis dahin sind wir entrückt. Ja, und wenn nicht, Geschwister, müssen wir das durchziehen, ja? Christus ist bei uns. Wir brauchen niemals Angst zu haben, ja? Wir wissen, der Mensch kann nur den Leib umbringen, ja? Aber den Geist und die Seele darin vermag nur der eine umbringen zu können. Das war nur Gott allein und wird da immer bleiben. Ja, genau. Fürchtet nicht den, der euer Leib tötet, sondern fürchtet den, der euren Leib in die Hölle wirft. Genau. Hören wir nochmal. Hallo Deutschland. Der digitale Euro wird kommen. Sie, Artikel vom 14.10. sogar, weil das steht 14.10. hier. Der digitale soll Bargeld nur ergänzen, nicht ersetzen. Oh. Oh, erstmal noch keine Angst machen, sondern oh, ihr könnt damit auch arbeiten. Es wird natürlich am Anfang auch so sein. Aber. Ja, natürlich, die wollen die Leute natürlich nicht sofort ins kalte Wasser schmeißen, sondern nach und nach, damit die Leute nicht aufwachen. Ich meine, spätestens 2027 werden wir kein Bargeld mehr haben. Ich sage euch gleich auch, warum wir kein Bargeld mehr haben werden. Hier schreiben sie auch noch, digital Euro soll Bargeld ergänzen. Und hier steht auch, dass halt kein Ersatz sein soll, sondern dass es wirklich eine Ergänzung sein soll. Aber wir gehen jetzt noch weiter. Ich fasse das immer so ein bisschen kurz. Ihr könnt gerne auch hier über ZDF-Nachrichtenwirtschaft digitale Währung einfach im ein Suchfeld eingeben und das auch nachlesen.
braucht es den digitalen Euro überhaupt? Für deren Agenda schon. Weil jetzt komme ich dazu, warum eigentlich das Bargeld abgeschafft wird. Und die definitiv alles Ersparte, was ihr euch unter dem Kopfkissen gepackt habt, euch nehmen werden. Oder es so machen werden, dass es nichts mehr wert ist. Denn ihr wisst doch, so langsam kriegen wir das auch immer mit, dass wir ein CO2-Budget bekommen werden. Ja? Und das wird 2027 sein, laut Habeck. Und wenn es dann noch Bargeld gibt, wie soll das CO2-Konto dann nachvollziehen? Hast du dich geimpft? Nein, um Gottes Willen. Wenn ich sowas machen würde, nein, um Gottes Willen. Jesus' Segen ist unsere Impfung. Ja, seine Gnade ist unsere Impfung. Ja, genau. Er ist unser Arzt. Ja. Ich bin auch nicht geimpft. Ja, aber es gibt einige Leute, die dazu gedrängt wurden. Die können nichts dafür. Die wollten sich nicht impfen lassen. Aber ja, Arbeitgeber, die Gesellschaft hat sie dazu gedrängt. Wie viele kenne ich aus meinem Bekanntenkreis? Das ist unglaublich. Ja, Bruder, selbst in dem Moment, ja. Ich habe Arbeit gekündigt, bin ich dir ehrlich. Weil es ist mir, also zu der Zeit war ich so in Angst, dass ich selbst dachte, sogar das könnte vielleicht das Mahlzeichen sein, weil halt ehrlich, der nicht geimpft war, nicht kaufen und nicht verkaufen sozusagen konnte und alle sowas, weißt du, was ich meine? Ich hatte mir auch erstmal Gedanken gemacht, aber dann habe ich gedacht, nein, das ist ja nicht, das ist ja Quatsch. Mhm. Es wird also in unserer rechten Hand sein, das ist ja nicht in eine Schulter oder sowas. Ja, ja. Aber du weißt, ne, das Wort, was mit rechter Hand, kann auch mit rechter Arm gedeutet werden. Ja, okay, aber ne, das, was wir da im Fernsehen schon sehen, das deutet sehr darauf hin, dass es das Mahlzeichen sein wird. Gebe ich dir auch recht, Bruder. Das ist auch ehrlich krass. Ja, mein Bruder hat den Vortrag gehalten. Illuminati, das größte Geheimnis der Welt, entschlüsselt. Am Ende zeigt er, welche Firma an diesem ganzen Wahnsinn beteiligt ist mit dieser Chip-Implantierung. Genau, das ist eine schwedische Firma, die das Ganze herstellt. Bionificen heißt sie. Genau. Und das Logo von denen ist das allsehende Auge. Da war alles vorbei. Als ich das gesehen habe, war der Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mir das Video nochmal reinziehen. Ja. Die treiben die Agenda voran. Mein Bruder hat das alles perfekt ausgearbeitet und für uns alle sichtbar gemacht. Wer da noch seine Augen verschließt, ja, den kann man nicht mehr helfen. Eigentlich müsste jeder Muslim sofort den Islam verlassen und sagen, ey, warte mal, das ist ja Wahnsinn. Die Bibel redet davon, die Bibel ist akkurat. Die wurde auch niemals verfälscht. Wir haben aus 1., 2., 3., 4. Jahrhundert alle Abschriften. Es hat nie eine Veränderung stattgefunden. Aus dem 7. Jahrhundert, in Mohammeds Zeit haben wir Abschriften. Hat nie eine Veränderung stattgefunden. Wann soll die Bibel verfälscht sein? Das ist krank, man zu behaupten, dass Gott nicht auf sein Wort aufpassen kann. Das stimmt. Da hat jemand gefragt, wie das Video heißt. Ich habe es auch vergessen, Bruder. Vielleicht sagst du es auch. Illuminati, das größte Geheimnis der Welt, entschlüsselt. So. Die Firma heißt Bionificen. Wenn du Illuminati, das größte Geheimnis eingibst, kommt das schon. Genau. Bin ich mir sicher. Illuminati, das größte Geheimnis der Welt. Das ist der Vortrag von meinem Bruder. Das ist so ein allsehendes Auge und durchgestrichen. Oder was sagst du zu Römer 7? Handelt sich um einen neugeborenen Christen, oder? Ganz sicher. Was denn? 7? Wo der Paulus, der Apostel selber spricht, durch den Heiligen Geist halt, dass er das alles erkannt hat und er sagt ja auch, das Gesetz, durch das Gesetz hat er erkannt, dadurch, dass er erkannt hat, was gut und schlecht ist und sich selber angeguckt hat, hat er sich für tot erklärt sozusagen. Und dann sagt er, nun tue nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir lebt. Ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Todesleib erlösen? Ich danke Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er, nun lebe ich nach dem Gesetz des Fleisches, nach der Sünde irgendwie so, durch geistlich, nicht nach dem Fleisch, sondern geistlich nach dem Gesetz Gottes. Das war für mich ein bisschen komisch, Bruder, als ich das erste Mal gelesen habe. Aber das hat mir auch nur gezeigt, dass echte wiedergeborene Christen auch sündigen und es gibt keinen perfekten Menschen, Bruder.
Das gibt's der Apostel einfach nicht. Paulus, der Apostel Paulus sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Die genau Sünde beherrscht mich. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. So, verstehst du? Weil das Fleisch in uns oben, wir uns die ganze Zeit zum, wir haben diese sündige Natur in uns. Deswegen muss jedem Menschen bewusst sein, dass er eigentlich Jesus Christus braucht. Und durch dieses Kapitel, Bruder, hat ein perfektes Leben gelebt und er kann fähig, er ist fähig, deine Schuld zu tragen. Genau, Römer 3, 23. Wir haben alle verfehlt. Die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Und es gibt nicht einen, der Gutes tut, auch nicht einer, der nach Gott fragt. Allesamt taugen sie nichts. Ganz genau. Nein, Bruder. Diese Firma findet, ihr findet diese Firma auch nicht direkt, Mann. Das, ihr müsst recherchieren. Sie, genau, sie heißt Bionifiken oder sowas. Bionifiken. Ja, das hört sich sehr, sehr schlimm an, dieser Name, aber ja. Bionifiken, ja, irgendwie sowas. Brüder, ich verabschiede mich. Gottes Segen. Okay, alles klar, Mariam, alles klar. Mach's gut, Mariam, Gott segne dich und deine Familie. Salam al-Masih. Mach's gut, danke. Ich glaube auch, dass Hamdi bald Christ wird, ja? Wer wird bald Christ? Hamdi. Okay, mein Lieber, dann hast du noch eine Frage? Eigentlich nicht, Bruder. War eigentlich okay, gesegnet. Dann kommst du bei mir, Bruder. Okay, bitte? Gott segne dich noch, Bruder. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich. Mach's gut, ciao. Ciao. So. Ja, genau, Bioni, hier. Der hat, das ist richtig geschrieben. Diesen Kommentar fixieren. Henry hat das richtig geschrieben. So heißt die Firma. Bionifiken, genau. Amir, wann stehst du morgen früh auf? Ich glaube so um 5.30 Uhr oder sowas. Viertel vor 6, ja. 5.30 Uhr, Viertel vor 6. Wie vielten haben wir heute? Den 22. Okay. Alexa antwortet, ist mein Bruder noch wach? Ich will mit Resmand will ich live gehen. Resa. Abo Hetzerei, wo bist du? Diese Liebe zum Hadith diskutieren ganze Zeit. Ach. Diese Leute kannst du echt in die Tonne kloppen, echt. Das sind Menschen, das sind Leute, die haben überhaupt gar keinen Geist. Der geistige Zustand von denen ist absolut unterm Keller. Ne? Als er zu mir, ich werde das nie vergessen, dass so ein kleiner Typ wie der, den Ibn Hajar al-Asqalani ihm sagt, dass er Fehler gemacht hat. Unglaublich. Alexa antwortet, wo ist mein Bruder Abu Hetzerei? Alexa antworte. Alexa. Ich habe gesehen, wie der Liebe zu Hadith Frauen manipuliert hat. Ja. Bleibt ja nicht aus, ne, bei so einer Religion, ehrlich. Die nur durch Manipulation und Lügen sich am Leben erhält. Unglaublich. Ihr wisst gar nicht, wie gerissen die Muslime sind, wie die das drauf haben, einen so zu belabern, um ja, dort mit dir Gehirnwäsche zu praktizieren. Das ist unglaublich. Hast du dich taufen lassen? Ja, ich habe mich taufen lassen. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du wolltest Samstag doch ein YouTube wieder machen, oder? Ja, ich habe das doch vorhin gesagt, dass ich den ganzen Tag da dran saß und immer noch nicht fertig geworden bin. Da war es auf einmal 9 Uhr, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Mein Kopf war am Rauchen. Kann ich nicht. Bist du orthodox? Nein. Das sind nur Namen. Ich bin ein wiedergeborener Christ, der dem Herrn Jesus Christus folgt. Bruder, wie verhält sich das mit dem Taufen? Ein Muss? Ein Muss ist das nicht, um gerettet zu werden, aber das ist ein Bekenntnis, dass du zum Herrn Jesus Christus gehört. Gute Nacht, Dr. Sheikh, aber gute Nacht, mein Lieber. Bruder, gibt es nach der Entrückung noch eine Chance, gerettet zu werden? Ja, für die, die nach der Drangsalzeit das Mahlzeichen nicht annehmen und dann für den Herrn Jesus Christus in den Tod gehen. Ne?
Hamdi wird sich bekehren, wenn es zu spät ist und Yeshua zu ihm sagt, ich kenne dich nicht mehr. Ja, traurig, ne? Ich könnte für Hamdi auch weinen. Ne? Für Hamdi und die ganzen Muslime. Was sagst du zu den Zeugen Jehovas? Absolute Sekte. Absolute Sekte, die ganze Bibel verdrehen, einem Hochgrad-Freimaurer Vertrauen geschenkt haben namens Charles Taze Russell. Das ist ein Freimaurer gewesen, der ist auch auf dem Freimaurer Friedhof begraben, hat auch sein Grabstein ist eine Pyramide, das ist unglaublich. Und von dem haben die Zeugen Jehovas ihre Bibel. Wenn du die Zeugen Jehovas Bibel liest, die ist so entstellt, ne, so sinnentstellt, das ist unfassbar. Alles nur, um die Gottheit des Herrn Jesus Christus runterzumachen. Gute Nacht, ja, gute Nacht, Bruder. Bin seit Kind orthodox. Wie geht wiedergeboren? Du musst deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bringen und sie in einem Gebet vor ihm bereuen. Du musst umkehren, mein Lieber. Du musst dem Herrn Jesus Christus all deine Schuld bekennen. Aber meinst du, Mahdi wird der Antichrist sein? Oder? Ja, das hört sich so sehr danach an, dass dieser islamische Mahdi irgendwie der Antichrist aus der Bibel ist. Das ist echt heftig. Da passt, die Parallelen sind sehr, sehr erschreckend. Wird der Antichrist ein Jude sein? Ja, der wird aus dem Stamm der Juden kommen, ja. Meinung zu Abu Bara. Das ist mein Lieblingsscheich. Mohammed hat niemals getötet. Mohammed hat niemals getötet. Wie isst du deinen Döner am besten? Am besten esse ich den. Ach, das sind doch Leute, ich bitte euch. Jeder soll seinen Döner so essen, wie er den gerne isst. Mit Soße, ohne Soße, mit Zwiebeln, ohne Zwiebeln, mit Kraut, ohne Kraut. Das sind alles keine wichtigen Sachen. Mit Eiern, nein. Mit einer leckeren Coke. Ohne Zwiebeln. Gehst du trainieren, ja. Was, Amir Piervogel hat es nicht geschafft, seine Oma zum Islam zu konvertieren. Ja, Gott sei Dank. Ich hoffe und bete, dass er Jesus Christus sie als Kind Gottes akzeptiert. Oder Amir, ich küsse dein Herz. Ich küsse alle eure Herzen. Dürfen wir Halal essen? Ja, natürlich, mit 52 Zehen von Allah. Ich würde gerne mal wissen, wie das aussieht, wenn Allah lacht. Das ist heftig. Wie seine Backenzähne dann so leuchten. So. Das ist krank. Warte, ich muss euch das Video nochmal abspielen von Abul Bada. Wie unser Herr lacht, das wissen wir nicht, aber er lacht. Allah lacht. Pass mal auf, Allah lacht. Gott sei Dank hat es Abul Bara zugegeben, weil wenn ich das sage, dann hätten die Muslime gesagt, du ekelhafter Lügner, laber nicht so ein Blödsinn. Dann, als ein Sahabi gehört hat, dass Allah Azza wa Jal über diese Diener lacht, sagte er, Awa yadhaku Rabbuna, lacht Allah, unser Herr, subhanahu wa ta'ala, qala eh, walladhi nafsi biyadi, innahu la yadhak. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, wahrlich er lacht. Wahrlich Allah lacht. Wahrlich er lacht. Dann sagte dieser Sahabi, schaut mal, er hat sofort verstanden, er sagte, faqultu, idha la ya'dimuna minhu khayran idha dahik. Dann haben wir von so einem Herrn, Allah Azza wa Jal, nur Gutes zu erwarten, wenn er lacht. Allahu Akbar. Dann haben wir nur Gutes zu erwarten. Barmherzig. Barmherzig, liebe Geschwister. Und wir Muslime von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, möge Allah uns nur auf dieser Gruppe befestigen, wir bestätigen alles, was Allah und sein Gesandter für ihn bestätigen. Das ist so krass. Ohne nach was zu fragen, ohne nach dem Wie zu fragen. Ja.
Siehst du, die Muslime schalten dann komplett ihren Verstand aus und dann akzeptieren sie es einfach, anstatt sofort zu hinterfragen, was ist das bitte für eine Vorstellung, Mann? Wie Gott lacht, was ist das denn bitte? Gott lacht. Das ist krank. Ja, und dann gibt es einige Sekten innerhalb des Islams, die dann diese ganzen Hadithe ablehnen und dann halt ihre eigene Theologie machen. Das ist unglaublich. Aber so geht das nicht. Abu'l-Bala ist wenigstens ehrlich und sagt, ja, ich akzeptiere das, weil Mohammed das zu uns so gesagt hat. Abu-Bakkenzahn, Abu-Bakkenzahn. Es ist Abu-Bakkenzahn. Echt mit 52 Zähnen. Das ist heftig. Ey. Unter dem Thron von Allah kommt Spermien und dann hat der Allah ein Lächeln dabei und trägt einen grünen Anzug und wolliges Haar, ist ein kleiner Mann, bartlos, hat drei Augen, Entenfuß, zwei rechte Hände, ein Schienbein. Kann mal bitte einer von euch Allah mal bitte zeichnen? Anhand dieser ganzen Sachen, anhand der ganzen Quellen, das ist krank, ne? Kann das mal bitte einer von euch machen? Wer hat das drauf? Wer kann übelste hier Zeichnungen vollziehen? Wer kann sowas machen? Ja, der Mohammed beschreibt ja Allah in verschiedenen Büchern. Ich mache den mit Sheikh. Ja, stell mal, kann das mal vielleicht jemand in die künstliche Intelligenz eingeben, genau mit AI? Einfach so was macht, was für ein Monster kreiert dann die künstliche Intelligenz? Ein Fuß, ein Schienbein, zwei rechte Hände, ein Mann bartlos, grüner Anzug, wolliges Haar. Kleinwüchsig, ein Bauch, drei Augen oder zumindest zwei, auf seinem Thron sitzend, Spermien fließen unter seinem Thron runter, ist am Lächeln. Hä? Lockiges Haar. Das erinnert mich richtig an so ein. An ein Kobold oder sowas, ey. Kennt ihr diese Kobolde? Die am Ende des Regenbogens. Am Ende des Regenbogens ist immer dieser Kobold da mit seinem grünen Anzug. Bauer Locke. Mit Rathaus Zeingold. Das kannst du keinem erzählen, was sich in den islamischen Schriften befindet. Das ist ein einziges Desaster, Mann. Naja, anyway. Ich denke, für heute ist das jetzt auch genug. Wir haben schon 12 Uhr, ihr Lieben. Komm, wir gehen jetzt langsam schlafen. Ab Haya machen, ab ins Bettchen, ihr Lieben. Für heute ist genug mit Dr. Sheikh Abu Amir. Comicbuch. Ja, wenn einer das von euch drauf hat, in die AI einzugeben, dann macht das mal bitte. Oder wenn jemand das frei zeichnen kann anhand dieser ganzen Aussagen, die getätigt werden, einfach so der Reihe nach und dann sich einfach das so, ne, malt. Ich wünsche euch eine gesegnete Nacht, möge der Herr Jesus Christus euch eventuell im Traum begegnen und euch einen wundervollen Traum geben und dass ihr weiterhin, Dankeschön, Cousines, Gott segne dich. Euch weiterhin, danke Raffaella, danke an euch alle, einen wundervollen Traum geben und euch etwas zeigen. Das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Ich möchte auch mal wieder so einen richtig heftigen Traum haben vom Herrn. Ich hatte nur einen Traum, den habe ich euch erzählt, ne? Wo mein Bruder und ich vom Teufel fast getötet wurden, ne? Und der Herr Jesus Christus uns gerettet hat. Das werde ich nie vergessen. Ich vergesse jeden Tag meine 5 Millionen Träume. Aber diesen Traum werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Das ist heftig. Fühlt euch gedrückt, ihr Lieben.
Möge der Jesus Christus euch segnen, ihr Lieben, auf dass ihr ausharrt bis zum Ende und ihr bei der Entrückung dabei seid. Mögen noch ganz viele Herzen geöffnet werden für den Herrn und sie erkennen, wie wundervoll er eigentlich ist und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, durch die sie errettet werden können. Ja, mögen wir auch in der Lehre gefestigt sein, dass wir nicht mit irgendwelchen Irrlehren unterwegs sind, sondern dass der Herr uns stets aus allem raushilft, rausholt und uns in der gesunden Lehre drinnen lässt. Ne? Amen. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Dankeschön für alles, was ihr gemacht habt. Und danke für die Likes, für die Geschenke. Danke vielmals. Wir sehen uns dann, so Gott will, morgen und wenn wir noch leben. Ne? Macht's gut, ihr Lieben. Gott segne euch. Ali Krimbic. Das war jetzt mies, Ali Krimbic. Ja, ihr wisst ja, was Ali Krimbic ist, ne? Für die Eingeweihten unter uns. Ali Krimbic. Ja, meine liebe Muslima, falls du hier drinne bist und wissen willst, was Ali Krimbic ist, das ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein PNES. Und das darfst du dir dann unter Umständen, wenn du unter Begierde leidest, dann einführen. Das ist dann Allahs Methode, um dann ja, dich von einigen Gelüsten zu befreien. Alle Krimbic forever. Islamische Hilfsmaßnahmen, ey. Ich gehe kaputt. Was ist das für eine Religion, Mann? In die Hände eines Sklavenkindes reinmachen, Lederteile geformt wie PNES, dann in sich einführen, SX mit toten Tieren, jung oder alt, Mann oder Frau. Ist das noch eine Religion, Mann? Wassermelonen, ja, genau. Loch in eine Statue. Wenn jemand ein Loch in eine Wassermelone, Statue oder in ein Stück Teig macht. Das ist krank. Das kannst du niemandem erzählen. Tipps von, ich wünschte, Abu Bara würde mal so eine Predigt halten über Bada Al-Fawaid, ne, von Ibn al-Qayyim. Wenn er das dann aufschlägt, in Band 4, Seite 36, da steht's drinnen, ne? Was der davon so hält, dass sich so die Großgelehrten mit solchen Themen beschäftigt haben, ne? Steht das wirklich so drin? Ja, das steht wirklich da drin. Bada al-Fawaid von Ibn al-Qayyim al-Jawziya, Band 4, Seite. Ah, siehst du, anonym hier, guck. Der Anonym hat auch einen sehr, sehr guten Account. Da könnt ihr die ganzen arabischen Quellen euch reinziehen. Hat sehr, sehr gute Videos erstellt. Da könnt ihr Screenshots machen, runterladen, alles, ne? Amir AI ist überfordert von Allahs Bein im grünen Anzug. Ja, natürlich, das ist heftig. Wie willst du denn sowas, wie eine künstliche Intelligenz ist richtig überfordert mit Allahs Aussehen? Hallo, klar, würde ich auch verstehen. Ist doch verständlich. Diese Backenzähne und so. Amir, hat Joker eigentlich auch eine Klimbitch? Ich weiß nicht, ihr müsst ihn fragen. Also, Joker, führst du dir auch eventuell Klimbitch rein? Weil man weiß ja nicht, bei dir bist du jetzt hetero, homo, was bist du denn? Oder bist du ein Twitter oder keine Ahnung? Also, ne, nicht böse gemeint, aber diese Fragen bleiben ja offen. Ja. Oder KI hat Schienbein mit drei Augen gemacht und ihn Tenshinhan genannt. Tenshinhan, das ist doch von Dragon Ball, ne? Tenshinhan. Er steht auf Männer, ja, ich habe das auch gehört. Steht der wirklich auf Männer oder was? Man sagt das, aber ob das auch wirklich so ist? Ist er wirklich homo oder was? Ist mein Hof nah, der Nagellackierer da, ist der homo? Ja, safe.
Ja, wie können die Muslime denn dann in seinen Livestream gehen? Mohammed hat doch gesagt, dass man solche Leute vom Hochhaus werfen sollte. Also TikTok sportlich. Ich raff hier gar nichts mehr. Ich glaube, es ist schon wieder viel zu spät. Ich muss schnell dringend ins Bettchen. Das ist krank, ey. Hamdi ist in ihm und er ist in Hamdi. Oh mein Gott, okay. Hamdi ist in ihm und er ist in Hamdi. Also wenn Joker hetero ist, dann ist er ein Wesen. Ja, das sieht sehr, 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 sehr komisch aus bei ihm. Also man hat das Gefühl, dass er so ein bisschen so vom anderen Ufer ist. Ne? Also er kann, also ich möchte nicht ihm da irgendwas absprechen. Er kann, ne, das ist eine Sache zwischen ihm und seinen Leuten da. Da habe ich nichts zu tun. Vielleicht kommt auch daher diese Nagellack-Fetisch und sowas, keine Ahnung, und dieses Schminken und sowas, ne? Weiß man nicht, also es könnte durchaus sein. Ja. Vielleicht ist es anders, Mr. Green, ja, kann auch sein. The Green Lantern. The Green Lantern. Ja. Wo steht das mit Hochhaus, zeige ich euch. Der Ibn Abbas hat das gesagt, das ist der Cousin von Muhammad. Komm, das machen wir noch. So, ich zitiere. Schließlich schrieb Muhammad Ashiq Ilahi Muhajir Madani, ein moderner Mufti, Jurist, für den edlen Koran, zweite Auflage, übersetzt von Mufti Elias Karachi, Pakistan, 2003, in seinem Kommentar zur Sure 4, Vers 15 und 16 ist er offen für die Interpretation, dass die beiden Verse von der Homosexualität sprechen und liefert daher zwei seiner Meinungen nach verlässliche Hadithe, die sich mit der Bestrafung von Homosexuellen befassen. TikTok sportlich, pass mal auf jetzt. Band 2, Seite 365 und 300 bis 369. Diese frühe Entscheidung wiederholt die, dass Homosexuelle TikTok sportlich verbrannt werden müssen,
im Hinblick auf die Methode, mit der diese Menschen homosexuell hingerichtet werden sollen, entschied Abu Bakr nach Rücksprache mit Ali und anderen Sahaba, dass sie verbrannt werden sollten. Das nächste Zitat von Mufti Madani besagt, dass verurteilte Homosexuelle diese schreckliche Strafe erleiden sollten, Vergleich Maududi, Band 2, Seite 52, Anmerkung 68. Ibn Abbas verfügte, dass sie kopfüber vom höchsten Gipfel geworfen werden sollten. Auf Memri TV gibt es einen Clip und eine Abschrift eines modernen Gelehrten, der behauptet, Homosexuelle sollten von einer Klippe geworfen werden. Und jetzt wissen wir, woher er seine Meinung hatte. Vom frühen Islam und von Ibn Abbas, Mohammeds Cousin. TikTok sportlich. Absolut krank, ne? Anonym 43. Hast du die Quelle auch da? Von dem, was ich gerade vorgelesen habe, kannst auch ein Video machen. Weil die Leute waren ja fassungslos, als der IS das gemacht hat. Ja genau, der IS hat das auch gemacht. Versteht ihr jetzt, dass der IS der wahre Islam ist? Dann mach das morgen anonym. Dann guck mal bitte, dass du das auch nochmal in einem Video packst. Versuch diese die Wörter, glaube ich, ein bisschen zu verzerren, damit du nicht gesperrt wirst. Also, die wahrhaftige Gruppe des Islams ist der Islamische Staat, die sich an alles halten, was im Koran steht und was die Gelehrten zu diesen Sachen sagen. Ne? Krass, ne? Ja, die haben sie von Hochhäusern runtergeschmissen und unten haben sie dann gesteinigt. TikTok sportlich. Muslime sagen immer, dass das nicht der wahre Islam sei. Ja, die schämen sich. Du siehst eindeutig, dass ich das gerade vorgelesen habe, dass der Cousin von Mohammed sowas angeordnet hat. Also, wer ist in der Auslegung denn besser als Ibn Abbas, der direkt das von Mohammed erfahren hat? Das erwartet Joker, ja, der Arme, der tut mir leid. Also wenn die Muslime, die haben ihn ja sein Verhalten gesehen, also für ihn gibt es nur das Hochhaus. Der Arme, ihr müsst euch mal vorstellen, dieser arme kleine Junge, der irgendwo lebt und einfach so ein bisschen Werbung, ein bisschen für den Islam macht und das Ganze versucht auch noch zu verteidigen, wird von seiner eigenen Religion für sein Verhalten im Internet zur Rechenschaft gezogen. Krass, ne? Laut Al-Khatib Al-Sharbini, ja genau. Und seine Gelüste auslebt. Ja, der tut mir leid. Also man muss ihn eigentlich bemitleiden, ne? Der ist bemitleidenswert. Der ist sehr bemitleidenswert, der Typ. Sehr, sehr bemitleidenswert. Der versteht nicht, dass seine eigene Religion so ein Verhalten niemals tolerieren würde. Unter der Scharia würde er keine 5 Minuten am Leben bleiben. Und der macht auch noch Werbung für den Islam, anstatt er sich auf unsere Seite stellt und sagt, mit solchen menschenverachtenden Sachen will ich in meinem Leben nichts zu tun haben. Nein, da verteidigt er sogar und lässt auch noch Leute in seinen Stream, die ihn am liebsten umlegen würden. So, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, wenn Hamdi ehrlich wäre und diese ganzen Leute, die mit ihm da drin sind und die ihn auch nur ausnutzen, weil er so eine hohe, eine große Followerschaft hat, die er sich natürlich gekauft hat, weil das ist ja Quatsch. Das sind keine echten generierten Follower. Das sind alles gekaufte Follower. Aber dennoch, ne, das ist heftig. Also dieser Nagellackierer da gehört einer Religion an, die sein Verhalten absolut nicht toleriert. Sofort gibt es dann Nackentherapie. Und ja, was ich euch gerade vorgelesen habe, für Joker gibt es dann nur von einem hohen Dach runtergeschmissen zu werden. Ja. Der lackierte Hofnarr, ja, das ist mein Hofnarr, ne? Der ist, hat eine Obsession mit mir, der Typ. Ja, weiß nicht. Ja, eigentlich muss man für ihn beten, ne? Das ist eine ganz arme Seele. Was der so alles über mich da so macht und diese ganzen ekelhaften Lügen, die der über mich erzählt. Und das muss ich alles über mich ergehen lassen, weil der Herr sagt ja, rächt euch nicht selber, ihr Lieben, ne? Gebt Raum dem Zorn Gottes, ne? Ja. Der steht auf dich.
Das ist krank, ey. Ja, möge der Herr ihn entweder er zu sich ziehen oder ihm das geben, was er auch anderen antut. Ja. Der liebt dich, ja. Anscheinend. Er nennt dich Amira. Naja, egal. Vielleicht wird er eines Tages ja aufwachen und dann können wir das bestaunen, dass er dann vielleicht bei ihm da oben was Klick gemacht hat und gesagt hat, ja, es gibt einige Sachen, die ich so nicht akzeptieren kann, da habt ihr recht. Der Islam ist schon mit das Grausamste, was wir in dieser Welt haben. Oh, vielleicht wacht er ja eines Tages auf. Möge der Herr seine Augen öffnen. Amen. Möge der Herr ihm barmherzig sein, ihm gnädig sein und ihm seine Augen öffnen. Ist das nicht besser, dass man für ihn betet? Was sollen wir denn machen? Sollen wir ihn jetzt hassen? Nein, das sei fern. Er tut mir leid, das ist das. Er tut mir einfach leid. Er tut mir einfach leid. Guten Ali Krimbic gibt es dann. Ich bin mir sicher, dass er das im Inneren weiß. Ja, ich glaube auch. Es gibt einige Dinge, die der so auch nicht akzeptiert. Aber das Ganze so überspielt und nicht wahrhaben will, ne? Das heißt nicht Klimbitsch, das heißt Al-Ikrimbitsch. Al-Ikrimbitsch, ey. Tolle Religion für eine Frau, ne? Also wenn sie dann unter starker Begierde leidet, darf sie sich da so ein D-I-L-D-O da reinhämmern. Unglaublich. Welche Religion empfiehlt denn sowas? Es ist, als wären wir bei Beate Uso oder sowas, ey. Als wärst du in so einem SEX-Shop zur Beratung für Begierden oder was ist das? Ja, also gehst du dann zu dieser Beraterin da bei Beate Use-Shop rein oder was? Das ist krank, das musst du dir mal vorstellen. Ja, ich leide unter starker Begierde. Wenn du so eine Frau bist, was soll ich machen? Was haben sie für ein Mittel dafür? Ja, also hier kann ich Ihnen empfehlen, das ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein richtig schöner Penis. Also den können Sie sich dann gerne dann auch vaginal einführen. Das ist wie eine Beratung beim SEX-Shop. Das kannst du keinem erzählen. Das ist krank, ist das, Mann. Mit Vibrationsfunktion. Das ist krank, das ist bitte, ja, oh mein Gott, das kannst du doch, das ist doch keine Religion. Komm, wir, achso, ich dachte, da will jemand rein, dann möchte keiner rein. Das ist auch noch halal, ne? Ja, ihr Lieben. Okay, jetzt gehen wir langsam Hayabubu machen, oder? Gehen wir jetzt Hayabubu machen? Ja, ich denke auch. Gott segne euch und eure Familien, ihr Lieben. Schlimm ist der Israel. Immer wenn ein Kommentar kommt, dann muss ich sofort wieder daran denken. Ja, der Arme. Dieser arme Russe, der sich auch noch für diesen Quatsch entschieden hat. Das ist krank. Das kommt ja auch noch dazu. Da haben wir einmal diesen Nagellacklackierer. Und dann haben wir noch den LSD-Russen, der da auf einmal von einem Trip runtergekommen ist und dann anfängt irgendwie die Muslime da auszunutzen und von denen BMW X5 haben will und Autos zur Verfügung gestellt bekommt. Da sagt er, ich brauche, das ist krank. Seine Videos, die sind abnormal krank. Abnormal krank. Man merkt richtig, dass man es mit so einem großen Betrüger zu tun hat, ne? Allah. Ja, meine Frau braucht ein Auto. Und am besten so ein Mercedes GLE oder irgendwie sowas. Ich werde das auch bezahlen, aber wäre gut, wenn ihr das für Allah macht und so. Wie präzise einen schönen Mercedes GLE AMG oder sowas Schönes, Komfort. Und muss schon was Schönes sein. Absolut ja. Ich darf diese Wörter nicht benutzen, aber... Wer sowas, dass die Leute auch noch sowas liken, jedes Video liken, wer sind diese Leute, die das liken?
Das kommt ja auch noch dazu. Schlimm sind schon seine Aussagen, aber noch abgefahrener sind die Leute, die das liken und das auch noch gut finden. Das ist krank. Am liebsten würde ich mir die Haare rausreißen, so aus Verzweiflung. So, oh nein. Abgefahrener Mercedes. Ach, guck mal, wie die 200.000 haben wir gleich voll, heftig. Cut Nigel, Cut Nigel, up in Maryland. Das ist immer der Cut Nigel. Aber wie krank, ne? Da sagt er, meine Frau braucht Mercedes und, also die braucht ein gutes Fahrzeug, damit sie gut von A nach B kommt. Das reicht nicht, dass sie ein normales Auto zur Verfügung gestellt bekommt. Nein, nein, das muss schon was Luxuriöses sein. Klar, für Israel muss natürlich das Beste vom Besten her. Okay, komm, yalla, gib mal Mercedes Brabus 800 G-Klasse mit für 700.000 Euro, damit die Frau einkaufen fahren kann. Bravus 800 Rocket für 1 Million Euro. Wie fertig kann man nur sein? Ich bin am Staunen über den Wahnsinn, den die Muslime über sich ergehen lassen. Was würdet ihr von mir denken, wenn ich sage, Leute, ich brauche ein Fahrzeug, ich muss von A nach B. Das wäre aber voll nett, wenn ihr mir einen Ferrari Testarossa vor die Tür stellt, damit ich einkaufen fahre. Euer Dr. Sheikh hat gesprochen. Das ist krank. Mein linker Fuß, der braucht ein Gaspedal, was dem auch gebührt. Also ich habe leichte Knöchelschmerzen und ich denke, dass die Pedalen von einem AMG viel, viel weicher sind. Also bitte kommt mir nicht mit einem Polo oder so. Ich bitte euch. Allah liebt euch. Ihr macht das nicht für mich, ihr macht das für Allah. Ihr macht das für Allah. Ihr macht das alles für den Allah. Wie peinlich und lächerlich, ey, Wahnsinn. Ja klar kannst du mit zwei rechten Beinen Auto fahren, natürlich. Das ist sehr empfehlenswert. Naja. Mögen diese blinden Augen der Muslime, die das noch liken, aufgehen und dass sie das erkennen, dass da Betrug stattfindet, ne? Ja, Allah. So, ihr Lieben, aber ich denke, das war es jetzt für den Eckbert hier. Sind Linkshänder von Allah verflucht? Ja, natürlich, weil der Satan ist mit links. Daher kann sich Allah niemals eine linke Hand zuschreiben. Danke, Notorio. Komm bis 250.000. Nein, das dauert viel zu lange, Leute. Komm, wir müssen schlafen. Wir müssen jetzt Haya Bobo machen. Dr. Sheikh Abu Amir hat gesagt, wir müssen jetzt Feierabend machen und jetzt gehen wir auch alle schlafen. Geht raus aus diesem TikTok, ihr Wundervollen. Ihr sollt jetzt schlafen gehen, habe ich euch gesagt. Treibt euch jetzt nicht mehr hier rum in diesem TikTok. Geht ein bisschen Hayabubu machen, genau. Soll ich euch noch ein Schlaflied singen oder was? Schlaf, Kindlein, schlaf. Koran wurde gefressen von einem Schaf. Schlaf, Kindlein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Koran wurde gefressen von einem Schaf. Mächtig, mächtig ist das Schaf. Ja. Ali Krimbic in dein... ich meinte, alles klar, jetzt gute Nacht, ja. Schweine gleich auch.
ist aber gut, ne? Mein Schlafliedchen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Koran wurde gefressen von einem Schaf. Sing, wenn ihr Kinder habt, singt denen das vor, damit sie immer wissen, ach, das ist ja eine Märchengeschichte. Allah kann nicht mal seinen Vers von Schaf schützen. Ich gehe kaputt. Ich muss echt Spotify machen, so geht das nicht mehr weiter. Dr. Sheikh muss absolut zu Spotify. Kannst du mal Butchi zeigen? Hey, Butchi ist jetzt am Schlafen, lass den. Der ist jetzt am Schnarchen. Wenn ich den jetzt wecke, dann läuft er die ganze Zeit da rum, da habe ich keinen Nerv für. Lange nicht mehr so gelacht. Ja, seht ihr, wie ich euch immer ein Lächeln ins Gesicht zauber, ihr Lieben? Mit Dr. Sheikh, aber mir gibt's immer was zu lachen. Cut Night Joe, Cut Night Joe. Wie viele Leute jetzt auf einmal diese NPC-Müllhaufen machen, ne? Die haben aufgehört mit diese TikTok-Fitner, weil die denken, ach, das bringt gar kein Geld mehr. Jetzt fangen die auf einmal an, den NPC-Kanaken raushängen zu lassen. NPC-Kanak. Roses, yes. Oh Mann, das waren schon wieder heftige paar Minuten. Da kommen die Wallungen wieder hoch. Amir tritt ab. Schlaf, Kindlein, schlaf. Wie ich aber auf sowas komme auf einmal, das ist auch heftig. Wie spontan, ne? Dr. Scherer war mir sehr, sehr spontan. Spontaneous. Bibi und Tina. Ja, daraus müssen wir auch noch einen Song machen, ne? Gemixt mit Allahs Religion. Bibi und Tina. Ali Krimbic Inva. Ich meinte, wir müssen jetzt langsam wirklich mal Schluss machen. Oh, lieber Gott, ich nehme bei Herr, vergib mir. Oh Mann. Lass durch, warum ist 1 Million? Nein, Leute, komm, hört auf jetzt. Wir müssen langsam wirklich pennen. Müdheit kickt, genau. Irgendwie fühlt man sich gerade so ein bisschen benebelt, wenn man so müde ist. Ja. Mein Gott, seid ihr auf Tippi-Laune oder was? Ich merke schon wieder, ihr seid richtig am Tippen. Tippi, 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 Tippi. Das ist der Tippi-Song. Tippi, Tippi, Tippi. Immer wenn ich das mache, dann muss man richtig draufhämmern mit Dings. Mit den Fingern. Abu Amirovic, ja genau. Ja, wann singen wir denn alle zusammen mal? Jenna, Jenna, Jenna. Wann habt ihr Bock mit mir so ein Treffen zu machen, wo wir das dann auch singen? In Jenna, 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 in Jenna können wir fliegen und mit Hudel ein Vergnügen. So in so einem Chor, wie heftig. Dann ziehen wir uns alle solche Roben an und dann singen wir das. In Jenna, 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 in Jenna können wir fliegen und mit Hudel ein Vergnügen. Wie krass kommt das bitte? Wie heftig. Die denken, mein Gott, guck dir Dr. Sheikh Abu Amir und sein Team an, die muss man pushen. Da kommt Abu Hetzerei und die Hetzis. Abu Hetzman und seine Hetzis. So heißt der Chor. Der Hetzchor. Hetzchor. Es heißt nicht mehr Hardcore, es heißt Hetzcore. Das wird richtig Hetzcore. Ich tanze hier tatsächlich, der Song ist krank. Ja, ich sag doch, der Song, der kickt rein. Ich sag dir, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Der Song, der kickt richtig rein. Ich mach daraus so einen richtigen
In Jannah, Jannah, Jannah. Auf verschiedenste Art und Weise, und bis wir dann den richtigen erwischt haben. Ah, jetzt haben wir uns richtig. Jetzt haben wir doch richtig zum späten Abend nochmal alles rausgehauen. Ne? Was ist das Corona-Lied? Das Corona-Lied ist ja auf Arabisch. Das ist ja Sura al-Corona. Sura Covid. Ich lach mich kaputt hier. Boah, da kommen ja schon die Tränen. Danke für dein Ohrwurm, Jannah, Jannah, das ist sicher, Olli. Kein Thema. Sura Covid, ja, das irgendwann mal erwische ich einen Muslim, dann zeige ich ihm das. Dann sage ich ihm, guck mal, wie schön diese Sura ist. Da sagt er, Ami, ich hab dir doch gesagt, komm wieder zurück zum Islam, siehst du nicht, wie schön diese Rezitation ist? Dann sage ich, du hast vollkommen recht. Die Sura Corona ist wirklich wundervoll, ja. Boah, ich warte nur auf diesen Tag. Ich warte nur auf diesen Tag. Dann sage ich, du hast vollkommen recht, diese Rezitation ist wirklich gut. Die Sura Corona ist absolut Hammer. Weil er nur nach diesen Dings geht, ne? Diese. Ja, warte mal ab. Eines Tages erwische ich einen. Eines Tages kriege ich einen davon, warte mal ab. So, komm, ihr Lieben, ich gehe jetzt langsam schlafen. Ich schlafe schon fast so ein. Das reicht jetzt für heute. Was, ja, ja gut, für heute nicht mehr. Gerade eben. Wir haben ja schon morgen. Leute, guck Kalifat auf Netflix, da sieht man genau, wie alles abläuft bei denen. Ja, cool. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Muss ich mir auch mal reinziehen. Okay, ihr Lieben, möge Gott euch segnen. Ich hoffe, ich habe euch allen ein bisschen den Abend versüßt. Ein bisschen Lachen tut auch immer gut, ne? Wisst ihr, ne? Möge der Jesus Christus euch immer beistehen bei all euren Problemen. Und euch, ja, die Liebe in eurem Herzen viel, viel, also so vergrößern und ausgießen, dass ihr wirklich in der Liebe wandelt und euren Mut auch nicht verliert, ne? Lasst euch niemals von irgendwem einschüchtern oder dass ihr irgendwas nicht könnt, denn mit dem Herrn können wir Berge versetzen. Versteht, vergisst das nicht. Wenn ihr den Herrn Jesus Christus in eurem als euren Rücken habt, so braucht ihr niemand anderes, weil ihr habt Gott im Petto. So ist das. Deswegen haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Ja, ihr Lieben, dann sehen wir uns dann morgen, oder was heißt morgen? Wir sehen uns dann gleich, wenn die Guten Morgenstunde wieder dann anfängt. Oh, die sind alle richtig am Tippeln hier. Was ist los mit euch? Ich sehe gerade wieder voll am Brennen. Was ist das? Betet für die Verfolgten, ja, Amen. Hä, hey, wie kommt's? Warum seid ihr denn auf einmal so hardcore am Tippen? Ich verstehe das nicht. Wann musst du aufstehen? Ich muss um 5:30 aufstehen, 5:45. Ich mache immer so ein bisschen Dösen. Kennst du so im Koma-Zustand? Stehst du so um 5:30 auf, willst den Wecker schon so gegen die Wand klatschen und dann denkst du, komm, noch 5 Minuten, 10 Minuten. Ja, ich mach den Jannah-Song für uns alle, dass der unser Guten Morgen-Wecker ist. Da habt ihr jeden Morgen Dr. Sheikh Abu Amir. Da sagt ihr eines Tages, oh mein Gott, da muss ich den auch noch morgens mir reinziehen. Ey. Das reicht nicht nur, dass ich den abends höre. Mein Gott, der weckt mich auch noch auf. Ey. Da schläft ihr ein mit Stimme von Dr. Sheikh Abu Amir und dann wacht ihr auch noch auf mit Dr. Sheikh Abu Amir und zwischendurch Dr. Sheikh Abu Amir, irgendwann mal noch ein bisschen Dr. Sheikh Abu Amir. Hallo? Wir lieben es. Ah, Gott segne euch. Ey, ich liebe euch echt, ihr seid heftig. Ey. Wir sind eine kleine, aber heftige Gruppe, ne? Das ist echt heftig. Ey. Wir haben schon einiges gerissen, ja ehrlich. So, jetzt aber wirklich, komm Leute, jetzt langsam, aber sicher gehen wir jetzt mal zu Bett, Eierbubu machen.
Ich wünsche euch alles Gute. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest und habt Vertrauen, dass er euch retten wird. Amen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.